Komm, wir planen, dass wir etwa 1,5 Stunden bis 2 Stunden heute Abend zusammensitzen. So lange wird der Vortrag nicht gehen. Es kommt darauf an, wie lange wir noch miteinander ins Gespräch kommen. Aber ich freue mich, dass Sie alle da sind und gebe dir das Wort, Hella. Schön, dass wir das gemeinsam machen heute Abend. Ja, das finde ich auch, Martin. Ich freue mich auch darüber, dass das so schön jetzt diese Kooperation klappt und wir jetzt heute Abend was über Corona machen, zusammen mit Jochen Selzer. Mein Name ist Hella Blum. Ich komme von der Evangelischen Akademie im Rheinland, habe dort den Themenbereich Medien. Und in Jochen Selzer würde ich jetzt gerne, bevor ich das Wort an ihn übergebe, kurz vorstellen. Er arbeitet hauptberuflich als Linux-Administrator bei einem internationalen großen Logistiker hier in Bonn. Man kann sich dann fast denken, wo das vielleicht sein könnte. Aber damit nicht genug. Er engagiert sich nebenamtlich beim Chaos Computer Club. Das ist, das muss man sagen, die größte europäische Hackervereinigung. Und sie arbeitet am Spannungsfeld zwischen technischen und sozialen Entwicklungen und war auch ganz dabei beteiligt bei der Lösung, die wir jetzt haben. Wir haben ja jetzt eine dezentrale Lösung und dass das letztlich die Waage dorthin ausgeschlagen ist, das ist auch unter anderem den netzpolitischen Initiativen des Chaos Computer Clubs mit zu verdanken. Jochen Selzer gibt netzpolitische Seminare beim Bildungswerk des Deutschen Gewerkschaftsbundes und bei der Industriegewerkschaft Bergbau Chemie Erden. Und last but not least, er ist Datenschutzbeauftragter zweier Kirchenkreise. Einer dieser Kirchenkreise ist hier der Kirchenkreis Bonn und auch der Evangelischen Frauenhilfe im Rheinland. Soweit eine Vorstellung. Und er geht auch gerne öfter auf Barcamps. Dort haben wir uns auch damals persönlich kennengelernt. Und jetzt würde ich gerne das Wort an Jochen Selzer übergeben. Herzlichen Dank. Es kommt dieser kurze Moment der peinlichen Stille, wo ich auf den Foliensatz wechsle und meinen Bildschirm freigebe. Und es sollten sich magische Szenen abspielen. Wunderbar, das tut's. Auch von meiner Seite nochmal einen schönen guten Abend. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich werde in der knapp folgenden Stunde mal so ein bisschen vorstellen, worum es bei dieser Corona-App geht. Ich habe nicht das Ziel, Sie jetzt von irgendeiner bestimmten Lösung zu überzeugen. Es geht mir vor allen Dingen darum, Ihnen zu zeigen, wie der Weg zu der jetzigen App, wie sie wahrscheinlich rauskommen wird, ausgesehen hat, welche Entscheidungen getroffen wurden und warum sie getroffen wurden. Wichtig ist mir weniger, Ihnen jetzt eine bestimmte Meinung aufzuzwingen, sondern Sie zu informieren. Ich möchte, dass Sie am Ende des Vortrags das Gefühl haben, okay, ich habe verstanden, wie diese App funktioniert, warum sie so designed ist, wie sie ist, und dass Sie dann eben auch die Möglichkeit haben zu entscheiden, okay, jetzt anhand der Prüfkriterien, die ich jetzt im Laufe des Vortrags mitbekommen habe, kann ich mich jetzt entscheiden, ob ich das Ding haben will oder nicht. Es geht also darum, was kann diese App überhaupt? Vielleicht schon mal so die erste Enttäuschung. Die Corona-App wird nicht Sie schützen, sondern sie wird diejenigen schützen, die Ihren Kontakten begegnen könnten. Denn die App wird feststellen können, also sie wird nicht verhindern können, dass Sie sich infizieren. Sie wird auch nicht verhindern können, dass Ihre Kontakte sich infizieren. Aber sie wird möglicherweise verhindern können, dass die Kontakte Ihrer Kontakte sich infizieren. Kommen wir aber auch gleich nochmal zu. Das heißt also, ich werde auch erzählen, was kann diese App nicht. Und ich werde auch erläutern, wie diese Entscheidungen gefallen sind. Das sind keine reinen Willkürentscheidungen gewesen. Das war auch nicht nur politisch, sondern es gibt auch technische Gründe, warum das Design dieser App so aussieht, wie es aussieht. Was auch ganz wichtig ist, es sind im Moment eine ganze Menge Tools auf dem Markt. Und ich behaupte jetzt mal so, jede Woche gibt es irgendjemanden, der wieder was Neues geschrieben hat. In der Situation, wie wir sie jetzt gerade haben, kommen täglich neue Nachrichten raus. Die Nachrichtenlage ändert sich auch ständig. Dann gibt es wieder ein neues Gutachten und wieder irgendwen, der irgendwas fordert oder noch eine neue Gesetzesinitiative, die dann 2 Tage später wieder gekippt wird. Ich möchte gar nicht in diese tagesaktuelle Diskussion rein, sondern ich möchte eher so eine Bestandsanalyse Ihnen vermitteln.
Und ich möchte vor allen Dingen jetzt auch nicht diskutieren, okay, da gibt es doch die App so und so, wie verhält die sich dazu? Ich möchte eher die zugrunde liegende Technik und die Strategien und die Architektur erläutern. Da kommen wir nämlich auch gleich zum ersten Punkt. Was verlangen Sie von einer App? Oder beziehungsweise, was wollen Sie eigentlich? Und was fordern Sie? Das sind witzigerweise zwei unterschiedliche Dinge. Was Sie ja eigentlich wollen, ist, Sie wollen kein Covid-19 haben. Sie wollen sich nicht anstecken. Und dann kommt etwas, was bei uns in Hackerkreisen immer mit dem Satz kolportiert wird. Man versucht, ein gesellschaftliches Problem technisch zu lösen. Das gesellschaftliche Problem ist, dass wir als Menschen zueinander Kontakt suchen und dadurch ein Infektionsrisiko eingehen. Und die Hoffnung ist, dass wir dieses gesellschaftliche Problem durch eine Technik lösen. Kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, sowas funktioniert immer nur sehr eingeschränkt. Die App wird wahrscheinlich etwas daran ändern können, aber sie wird nicht das Allheilmittel sein. Sie wird nicht die einzige Lösung sein. Sie wird vor allen Dingen nicht alleine das schaffen, sondern da wird noch eine ganze Menge dazukommen. Und Sie werden auch merken, dass egal welchen Ansatz ich verfolge, dieser Ansatz immer etwas löchrig sein wird. Das heißt, auch das, was wir jetzt als App-Ansatz verfolgen, wird nicht perfekt sein. Das wird unter anderem auch davon abhängen, wie sehr die Leute sich auf diese App einlassen. Um jetzt mal so einen groben historischen Überblick zu geben, historisch klingt ja so großartig. Also ein Datum, das werden Sie sich alle noch erinnern können, so Mitte März, so um den 13. rum, sind viele Leute schon, bevor es die offiziellen Verlautbarungen der Regierung gab, in den freiwilligen Lockdown gegangen, in die freiwillige Quarantäne gegangen. Ich meine, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ab dem 15. war ich zumindest offiziell von meiner Firma ins Homeoffice geschickt worden und kurz danach gab es dann auch den offiziellen Lockdown seitens der Regierung. Und praktisch, wir hatten die Tür noch nicht hinter uns zugeschlossen, da ging die Diskussion schon los, wie kriegen wir diese Tür wieder auf. Was ja auch total sinnvoll ist, denn allen Beteiligten war klar, dieser Lockdown ist eine Notmaßnahme, es ist eine Verzweiflungstat eigentlich, weil uns zu dem Zeitpunkt auch nichts Besseres einfiel. Es war das, was zu dem Zeitpunkt auch die einzig vernünftige Option in meinen Augen war. Aber allen war auch klar, naja gut, langfristig funktioniert das nicht. Wir müssen irgendwann mal wieder vor diese Tür rausgehen. Das heißt, es ging auch schon ziemlich früh los mit der Überlegung, wie kriegen wir es denn hin, die Leute wieder rauszulassen und trotzdem zu verhindern, oder zumindest zu verlangsamen, dass die Infektionskette sich weiter aufbaut. Und da gab es dann so die verschiedensten Ansätze. Da kamen dann so mal Ideen mit einer Funkzellenabfrage. Ich werde gleich noch weiter genauer darauf eingehen. Dann haben sie gesagt, yes, eine Funkzelle funktioniert nicht, dann lass doch mal GPS-Ortung machen. Alles Mögliche. Auf jeden Fall hat sich dann Anfang April eine Gruppe gebildet, die PEP-PT-Gruppe. Was das ist, erzähle ich auch gleich noch. Die hat gedacht, lass doch mal einen europäischen Standard definieren, an den sich diese Corona-Apps anschließen können, sodass wir dann eine mehr oder weniger einheitliche Lösung haben, wie sowas aussehen könnte. Diese PEP-PT-Gruppe verfolgte zunächst zwei Ansätze, den sogenannten dezentralen und den zentralen Ansatz. Was genau das ist, erzähle ich noch. Und dann kam es zum Streit in der Gruppe, weil einige Leute in der Gruppe den Eindruck hatten, dass der dezentrale Ansatz nicht mehr ausreichend gewürdigt wird. Der war dann auch irgendwann mal von den Webseiten des Projekts verschwunden. Mehrere Leute beklagten sich, dass diese Gruppe nicht transparent genug arbeitet. Und so hat sich dann Ende April die DP3T-Gruppe abgespalten und hat dann ihrerseits den dezentralen Ansatz weiterverfolgt. Irgendwann haben sich dann auch Apple und Google entschlossen, sich an der Sache zu beteiligen, weil auch klar wurde, wir können da jetzt auf App-Ebene nur begrenzt etwas erreichen. Eigentlich brauchen wir die Zuarbeit der beiden großen Betriebssystemhersteller oder der beiden großen Smartphone-Hersteller, worauf dann Apple und Google in einer, muss ich schon sagen, historischen Entscheidung gesagt haben, wir kooperieren in diesem Punkt, diese beiden Firmen kooperieren in diesem Punkt. Und die haben sich dann entschlossen, den dezentralen Ansatz zu forcieren. Das vielleicht auch mal so im Hinterkopf behalten, warum die den gut gefunden haben können. Ich kann es nicht mit endgültiger Sicherheit sagen, ich kann darüber nur Vermutungen anstellen, aber ich glaube, die Vermutung, die ich da anstelle, die ist schon einigermaßen solide.
Das hat zum Streit geführt, unter anderem, weil die deutsche Bundesregierung und die französische Regierung den zentralen Ansatz verfolgt haben und natürlich dann auch wollten, dass Apple und Google diesen Ansatz ebenfalls mit unterstützen. Da kam dann am 24. April die Meldung, dass Apple und Google sich den Regierungswünschen anschließen wollen. Und das klang für mich so, als seien Apple und Google jetzt doch bereit, auch den zentralen Ansatz zu verfolgen. Kurze Zeit später verkündete dann allerdings die Bundesregierung nach einer heftigen politischen Auseinandersetzung, sie wolle jetzt nicht wie ursprünglich geplant den zentralen Ansatz verfolgen, sondern den dezentralen Ansatz. Und da sind wir auch heute noch. Apple und Google haben entgegen dem Eindruck, den sie am 24. April erweckten, keine Anstrengungen, nicht weiter angestrebt, den zentralen Ansatz zu unterstützen. Dazu kam es jetzt am Montag, meine ich, auch zum Streit mit der französischen Regierung. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, die wollen jetzt sogar rechtlich Apple und Google zwingen, ihren Ansatz mitzuverfolgen. Die französische Regierung fühlt sich in ihrer Autonomie eingeschränkt durch Apple und Google. Warten wir mal ab, was passiert. Es gibt natürlich jetzt schon viele Länder, die was entwickelt haben. Also Australien hat irgendwas gemacht, Singapur hat irgendwas gemacht. Ich will das jetzt auch nur mal so aufzählen, in welchen Ländern schon was mitbekommen ist. Österreich hat was versucht, da werde ich gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Frankreich, wie schon gesagt, verfolgt den zentralen Ansatz und übt auch Druck auf Apple und Google aus. Und natürlich China als das Land, in dem auch der erste wirklich große Ausbruch mit entsprechend radikalen Mitteln bekämpft wurde. Wie schon gesagt, ich gehe jetzt gar nicht auf die Details darauf ein. Immer wenn Sie hier was Dunkelblaues auf dem Bildschirm sehen, heißt das, dass dahinter ein Link ist, den man dann anklicken kann. Das können Sie natürlich jetzt in diesem Moment nicht machen, aber wenn Sie sich dafür interessieren, können Sie gerne im Anschluss das PDF bekommen und dann können Sie auch die ganzen Artikel, die da verlinkt sind, gerne lesen. Um das Chaos zu vervollständigen, kam dann irgendwann das Robert-Koch-Institut auf die Idee und brachte ebenfalls eine App raus. Und die Leute dachten sich, Mensch, das ist ja toll, kommt die Corona-App doch schneller, als wir gedacht haben. Nee, das war jetzt keine Corona-App, sondern das war eine Datenspende-App, die eine gar nicht mal so sinnlose Idee verfolgte. Man hatte sich gedacht, die Leute oder viele Leute haben doch diese Fitnessarmbänder, die messen Puls und weiß ich, Atemfrequenz und was weiß ich alles. Wäre es vielleicht möglich, anhand einer Big-Data-Analyse rauszufinden, ob jemand sich schon infiziert hat, noch bevor die Symptome eintreten? Und da hat man dann gedacht, okay, lass doch mal so eine App ausrollen. Möglichst viele Leute sammeln Gesundheitsdaten über sich, geben die ans Robert-Koch-Institut und wir gucken dann später, ob die sich dann irgendwann infiziert haben oder nicht und versuchen dann anhand einer Big-Data-Analyse Vermutungen darüber anzustellen, ob sich die Symptome schon vorher irgendwie angekündigt haben. Wie schon gesagt, es gab völlige Konfusion und es stellte sich eben auch noch raus, dass diese App an mehreren Stellen fehlerhaft war. Das Erste, was schwere Kritik hervorrief, war, die rief gar nicht von dem Gesundheitsarmband die Daten ab, sondern die hat sich die Zugangsdaten geben lassen zu dem Server, zu der Cloud, wo diese Gesundheitsdaten gespeichert wurden und hat die dort abgerufen. Dummerweise hat sie bei diesem Abruf diese Daten auch nicht sofort anonymisiert, sondern die sind erstmal auf die Server des Robert-Koch-Instituts gespielt worden und wurden dort dann pseudonymisiert. Und was dann ebenfalls noch hässlich war, da muss ich jetzt hier einen technischen Ausdruck fallen lassen, die App hat sich streng genommen nicht die Zugangsdaten geben lassen, sondern sozusagen eine Art Ausweis, mit dem sie sagen konnte, ich bin authentifiziert, auf diese Daten zuzugreifen. Dummerweise wurde dieser Ausweis nicht zurückgezogen, wenn der User seine Berechtigung zurückgezogen hat, sondern die App behielt sozusagen das Recht, weiterhin auf die Cloud zuzugreifen, auch wenn die App gelöscht wurde. Das war etwas dumm gelaufen. Das heißt also, diese App kam raus, war, muss ich leider sagen, ein ziemlicher Schnellschuss, war ziemlich fehlerhaft geschrieben und hat dann, obwohl die eigentlich eine gute Idee verfolgt hat, sehr schnell sehr schlechte Presse bekommen. Gut, dann überlegen wir uns doch mal, wie können wir so eine Corona-App aussehen lassen? Wie können wir gucken, dass die Leute sich nicht infizieren? Und da wäre ja zum Beispiel der allererste Ansatz, naja, so ein Smartphone, das hat ja so eine Satellitenortung, so ein GPS.
Und wie wäre es denn eigentlich, wenn ich jetzt einfach von allen Menschen ständig deren Weg durch die Stadt oder sonst wo aufzeichne und dann gucke, wo die sind und dann markiere ich meinetwegen die Leute rot, die infiziert sind und um die macht man dann einen Bogen. Das meine ich jetzt ohne jede Polemik, ohne dass das lächerlich machen soll, weil das wäre eine Idee, die man haben könnte. Das Problem ist, GPS ist okay, wenn ich eine grobe Ortung haben will. Also wenn ich jetzt auf einer ordentlichen Stelle stehe und dann auch möglichst viel Himmel und möglichst viele Satelliten über mich habe, dann kann ich meinetwegen auf ein paar Meter genau, so auf 10 Meter vielleicht ungefähr meine Position bestimmen. Aber das ist trotzdem eine relativ wackelige Angelegenheit, um jetzt mit Sicherheit sagen zu können, da sind sich Personen auf diese berühmten 1,5 bis 2 Meter nahe gekommen, reicht GPS in der Regel nicht aus. Wenn Sie sich in einem Gebäude befinden, funktioniert das erst recht nicht genau. Dann wird die App Ihnen GPS vielleicht sagen können, dass Sie sich innerhalb des Gebäudes befinden. Aber wo dort genau, wird in der Regel nicht feststellbar sein. Und dazu kommt natürlich, wenn wir jetzt einfach von allen Leuten komplette Bewegungsprofile aufzeichnen, da kommt natürlich der böse Datenschützer wieder bei mir durch, das lässt sich wahrscheinlich mit den Mitteln des deutschen Rechtsstaats nur sehr, sehr schwer umsetzen. Wenn die Leute dem natürlich zustimmen, ist eine andere Sache, aber trotzdem wäre das schon ein problematischer Eingriff und wahrscheinlich zu weit und zu umstritten, um einer solchen App die nötige Akzeptanz in der Bevölkerung zu geben. Dann kam man auf die nächste Idee. Naja, das mit GPS ist vielleicht wirklich etwas heikel, aber wie wäre es denn, wenn wir eine Funkzellenabfrage machen? Ich habe jetzt extra mal so eine Antenne eingeblendet, damit Sie so eine ungefähre Vorstellung davon haben. Das sind also die Antennen, bei denen Sie sich immer anmelden, wenn Sie mit Ihrem Smartphone irgendwo unterwegs sind. So, und bei dieser Antenne sehen wir, da sind, wenn ich das richtig sehe, 3 oder 4, ist relativ egal. Also wenn Sie sich mit Ihrem Smartphone mit so einem Funkmast verbinden, dann verbinden Sie sich streng genommen nicht mit dem Mast an sich, sondern mit einer dieser 3 oder 4 Antennen, die an diesem Mast befestigt sind. Das heißt, Sie befinden sich immer in so einem entweder 90 oder 120 Grad Winkel, von dem dieser Mast abstrahlt. Und das könnte man dann vielleicht noch ein bisschen präzisieren, indem man dann sagt, na gut, gerade in Innenstädten sind sie ja vielleicht auch in Funkreichweite mehrerer Masten und dann versucht man die Position über 3 solcher Masten zu bestimmen. Dann geht das schon etwas genauer. Dann lässt man noch die Stärke des Signals mit einfließen. Dann kriegt man eine Position schon einigermaßen bestimmt. Das wäre die Hoffnung. Naja, wenn man sich anguckt, wie präzise das in der Praxis ist, dann können sie sich in Innenstädten vielleicht, wenn sie Glück haben, auf 100 Meter genau orten lassen. Draußen auf dem Land wird es noch sehr viel schwieriger. Da können Sie sich auf einige 100 Meter genau orten lassen. Viel zu unpräzise jedenfalls, um die gewünschte Aussage treffen zu können, ob 2 Personen sich auf weniger als 2 Meter nahe gekommen sind. Der Vorteil ist natürlich, diese Funkzellenabfrage funktioniert völlig unabhängig davon, ob Sie ein Smartphone oder irgendein Telefon haben. Und man kann diese Abfrage auch starten, ohne jetzt irgendwen fragen zu müssen. Aber auch da fragt man sich natürlich, wie ist es mit der Rechtsstaatlichkeit. Aber vor allen Dingen funktioniert diese Lösung eben nur sehr eingeschränkt. Hat man sich gedacht, dann nehmen wir doch noch WLAN-Ortung mit dazu. WLAN-Ortung ist eine ziemlich clevere Idee, auf die Google mal gekommen ist. Wer sich noch an so Google Street View erinnert, weiß, dass Google irgendwann mal durch die Straßen gefahren ist und Fotos von Hausfassaden aufgenommen hat. Und die haben bei der Gelegenheit noch andere Sachen getan. Die haben gemessen, welche WLAN-Router die sehen bzw. empfangen können und mit welcher Signalstärke sie die empfangen. Hat den interessanten Effekt, dass wenn Sie sich jetzt so in der Stadt befinden und Sie sagen, okay, ich empfange jetzt die und die WLANs in der Stärke, dass Sie schon eine relativ genaue Standortbestimmung vornehmen können. Wahrscheinlich aber immer noch nicht genau genug, um Sie wirklich auf 1,5 Meter oder 2 Meter genau positionieren zu können. Und es setzt natürlich voraus, dass die Telefone überhaupt WLAN angeschaltet haben. Das ist ja auch nicht immer der Fall. Hat übrigens dann auch noch so datenschutzrechtlich noch so ein anderes Problem. Immer WLAN angeschaltet haben wäre eine Sache, von der ich völlig unabhängig von der Corona-App generell abrate, weil sich auf die Tour auch Bewegungsprofile erstellen lassen, aber neben Kriegsschauplatz. Dazu kommt natürlich auch, ich meine, das Problem haben wir offenbar im Moment gerade nicht, dass Apple und Google bereit sein müssten, Daten auszutauschen, weil diese WLAN-Messung von Google durchgeführt wurde. Lange Rede, kurzer Sinn.
Diese WLAN-Ortung war eine nette Idee, hat sich allerdings auch als nicht praxistauglich erwiesen. Also hat man angefangen umzudenken und gesagt, was passiert denn eigentlich, wenn jemand positiv auf Covid-19 getestet wird? Dann kommt das Gesundheitsamt an und sagt, hören Sie mal, können Sie uns ungefähr sagen, wen Sie in den letzten Tagen begegnet sind, und versuchen Sie doch mal, Adressen von denen rauszufinden und Telefonnummern, damit wir die Leute, denen sie begegnet sind, warnen können. Das geschieht im Moment manuell, es wird wirklich so ein Abfragegespräch statt, und dann beginnt die mühsame Suche nach Kontakten. Das geht natürlich noch einigermaßen gut, wenn sie sagen, ja, ich war gestern auf einer Party und da habe ich mit den Leuten lange zusammengesessen, die könnten sich angesteckt haben. Das wird sehr viel schwieriger, wenn sie sagen, ja, ich habe gestern in der 66 von St. Augustin nach Bonn Hauptbahnhof gesessen und da habe ich eine Viertelstunde lang gegen irgendwelchen Leuten gegenüber gesessen. Ja, wer wissen Sie denn, wer das gewesen ist? Man hat also die Idee und den Wunsch, wäre es nicht möglich, das Ganze zu automatisieren, dass man die automatisch erfasst. Und was ich schon gesagt habe, diese Idee schützt natürlich nicht Sie, denn Ihre Infektion wurde bereits festgestellt. Sie schützt auch nicht die Leute, denen sie bereits begegnet sind. Sie teilt diesen Leuten allenfalls eine Warnung mit, dass sie sich vielleicht mal testen sollten. Sie schützt allenfalls die Leute, die den Leuten begegnet sind, denen sie begegnet sind. Das ist schon ziemlich weit entfernt, aber trotzdem natürlich eine schöne Sache und auch eine schöne soziale Einstellung, wenn man sagt, okay, wenn ich schon infiziert bin, dann möchte ich jetzt wenigstens verhindern, dass sich das noch viel weiter verbreitet. Ich fange die Leute an zu warnen. Die Frage, die sich natürlich in so einem Moment stellt, ist, wenn man sowas automatisieren möchte, wie will man das hinkriegen, ohne im totalen Überwachungsstaat zu landen? Und wir haben jetzt schon gesehen, so mit dieser Positionsbestimmung, das ist eine heikle Angelegenheit, funktioniert auch gar nicht so gut. Und da kam man dann relativ schnell auf die Idee, wie wäre es denn eigentlich, wenn wir diese ganze Idee, ich möchte Leute auf einem Stadtplan verfolgen können, einfach fallen lassen und uns nur auf die Frage konzentrieren, bin ich während des Infektionszeitraums einer infektiösen Person begegnet oder nicht? Und bin ich dieser Person so lange begegnet, dass eine Ansteckung hochwahrscheinlich ist? Das ist doch eigentlich das, was ich wissen will. Das ganze Getue mit dem Stadtplan interessiert mich eigentlich nicht. Und stellt sich raus, dass diese extreme Vereinfachung dieser Frage dazu führt, dass auf einmal auch sich technische Lösungen anbieten. Die Österreicher beispielsweise kamen auf die Idee, wie wäre es denn eigentlich, wenn ich eine Ultraschallortung mache? Das heißt also, wenn ich meinem Telefon sage, sende doch einfach mal über deinen Lautsprecher ein Ultraschallsignal aus. Vorteil, die Menschen können das nicht hören. Nächster Vorteil ist, dass Ultraschall auch nur auf relativ kurze Reichweite bei Smartphones funktioniert. Und die Idee war dann eben, wenn zwei Leute sich begegnen, dann tauschen die Telefone per Ultraschall ein paar Informationen aus und teilen dann einander mit, wer sich gerade getroffen hat. Das Problem ist, die Sache funktioniert nur sehr mäßig. Sie funktioniert zum Beispiel dann nicht, wenn mehrere Smartphones gleichzeitig sich austauschen wollen. Die quäken dann durcheinander und dann geht wird das Tonsignal einfach nicht mehr entzifferbar. Das nächste Problem ist, in dem Moment, wo Sie eine Hülle um dieses Smartphone rummachen, in dem Moment, wo Sie Ihr Smartphone in die Tasche stecken, in dem Moment, wo Sie Ihr Smartphone einfach auch nur in die falsche Richtung halten, wird der Schall dermaßen verändert, dass eine vernünftige Aussage, sind diese Personen sich nah genug, können diese Telefone gerade Daten austauschen, sehr viel schwieriger wird. Und, ne, Stichwort Verschwörungstheorien, zumindest unter Android müssen Sie aktiv auch sagen, dass Sie Ihr Mikrofon freigeben wollen. So, und jetzt erinnern wir uns an die ganzen Gerüchte, die es zum Beispiel um die Facebook-App gibt. Wo dann gesagt wird, diese Facebook-App, die hat doch heimlich das Telefon, die hat doch heimlich das Mikrofon an, die belauscht mich, um mir dann später Werbung einspielen zu können. Disclaimer, dieses Gerücht ist sehr wahrscheinlich unwahr, aber darüber wollte ich jetzt gerade nicht diskutieren. Aber wenn wir uns überlegen, was schon um die Facebook-App für ein Misstrauen herrscht und jetzt kommt auf einmal der Staat an und sagt, hier habe ich eine App, die ist dazu da, dich zu orten, beziehungsweise deine Kontakte nachzuverfolgen, da denkt man sich, na gut, das kann die ja irgendwie tun. Ja, aber dafür musst du das Mikrofon einschalten. Und da gibt man den Leuten natürlich sofort die Alarmlampe an, eieiei, was ist denn da los?
All das führte dazu, dass in Österreich von, ich meine, 9,5 Millionen Einwohnern sich gerade mal 400.000 diese App installiert hatten, also so knapp 4%. Und das ist weit unter der Durchdringung, ab der so eine Applikation Sinn ergibt. Dann kam als nächstes auf die Idee, wie wär's denn mit Bluetooth? Bluetooth ist ein auf relativ kurze Distanz funktionierendes Funksignal. Das heißt also, allein schon aus rein technischen Gründen kann ich jetzt, sage ich mal so, sagen, Bluetooth, naja, das, wie weit geht das normalerweise? So 10, 15 Meter vielleicht. Ich weiß, es gibt auch Fälle, in denen Bluetooth deutlich über 20, 30 Meter führt. Aber so in der Regel ist Bluetooth ein Signal, dass das so bei, sagen wir, ungefähr 10, 15 Metern irgendwann sehr schwach wird. Das heißt, das ist doch eigentlich etwas, was sich schon mal direkt aufdrängt. Und dann lass das Ganze doch einfach mal so bauen, dass wir die Signalstärke messen. Das heißt, nur so ganz klassisch Physik. Die Signalstärke wird, glaube ich, im Quadrat des Radius der Entfernung schwächer. Achtung, ich bin Mathematiker, kein Physiker, aber man kann über Signalstärken gehen. Auch da stellte sich raus, naja, nur über die Signalstärke wird es schwierig. Wir müssen da noch ein bisschen mehr messen. Wir müssen gucken, mit welcher Stärke empfange ich ein Signal, mit welcher Stärke sende ich überhaupt irgendwas, wie empfindlich ist gerade mein Empfang eingestellt. Man kann versuchen, über die Laufzeit des Signals zu gehen. Da gibt es aber die Überlegung, die Befürchtung, dass die Uhren eines Smartphones nicht präzise genug für sowas sind. Und dann muss man noch so Sachen dazu nehmen, wie ist mein Telefon gerade ausgerichtet? Ist der Bildschirm gerade an oder nicht an? Das sind alles Sachen, die die Stärke eines Bluetooth-Signals beeinflussen können. Also ist nicht ganz so trivial. Und deswegen haben sich auch schnell die Schwierigkeiten gemehrt. Erstmal haben wir, was Entfernungsmessung angeht, mit Bluetooth bisher keine Erfahrung. Diese Idee ist jetzt irgendwann so im April aufgekommen und seitdem arbeiten wir daran, Bluetooth zur Entfernungsmessung zu nutzen. Das ist eigentlich so ein klassischer Hack. Das war auch nie dafür gedacht. Dann kommen natürlich noch so, ich sag mal, pathologische Fälle. Wie ist es denn, wenn ich jetzt in meinem Zimmer an der gleichen Wand schlafe wie mein Nachbar? Dann haben wir zwischen uns räumlich gesehen vielleicht mal einen Meter Distanz. Also wir sind unterhalb der kritischen Distanz, aber zwischen uns befindet sich eine Betonwand. Da kommt das Virus nicht durch. Trotzdem würde so eine App anschlagen. Naja, gut. Möglich. Dann wurde auch gerne der Fall genannt, ja, wie ist denn das? Ich stehe jetzt an der Ampel, an mir fährt ein Auto vorbei mit hochgekurbelten Scheiben. Da kommen wir uns mitunter ja auch näher als anderthalb Meter. Trotzdem können wir uns nicht anstecken. Wobei ich da jetzt auch sagen muss, das sind immer wieder die Fälle, die so rausgekramt werden, bei denen ich aber das Gefühl habe, das sind so etwas konstruierte Fälle. Aber natürlich muss man auch die berücksichtigen. Die Bundeswehr hat dann im April angefangen, ich weiß gar nicht mehr in welcher Kaserne, ihre Soldatinnen in so einen Parcours zu schicken, bei dem sie dann geguckt haben, wie die Messungen ausfallen. Und die haben sogar noch die relativ einfachen Fälle genommen. Das heißt, die haben diese Fallen mit, ich habe eine Wand dazwischen oder ich habe eine Glasscheibe dazwischen, irgendwie sowas, gar nicht berücksichtigt. Die kamen allerdings bei ihren Messungen auf bis zu 18% falschen Messungen. Das heißt, das Ergebnis war damals bei den Tests schon etwas ernüchternd, denn 18% Falsch-Positiv-Meldungen sind natürlich für eine App, für eine Corona-App deutlich zu viel. Es kommen weitere Sachen dazu, dass so ein Signal um Ecken reflektiert werden können. Das Ganze hängt von dem Smartphone-Modell ab, das Sie benutzen. Eines der Hauptprobleme bestand allerdings vor allen Dingen auch darin, dass eine App, die auf Ihrem Smartphone läuft, wenn diese App Bluetooth benutzt, solche Sachen wie die physikalischen Eigenschaften des Bluetooth-Signals gar nicht berücksichtigt. Das nimmt den reinen Datenverkehr. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Wenn Sie jetzt auf Ihrem Laptop sind und Sie haben Sie empfangen Ihr WLAN, Ihr Browser interessiert sich überhaupt nicht dafür, wie stark das WLAN-Signal ist. Sie kriegen das zwar auf Ihrem Laptop angezeigt. Das ist aber eine Messung, also die Signalstärke des WLANs ist eine Messung, die Ihnen betriebssystemseitig geliefert wird. Alles, was oberhalb des Betriebssystems ist, wie zum Beispiel ein Browser, wie zum Beispiel ein Mailprogramm oder sowas, interessiert sich überhaupt nicht für Signalstärken, sondern einfach nur für die übermittelten Daten. Und genau das Problem haben Sie bei Smartphones auch. Die Apps befinden sich auf einer Ebene des Systems, auf dem die sich für Signalstärken niemals interessiert haben,
sondern einfach nur Daten übertragen haben. Das heißt also, man musste irgendeinen Trick finden, aus dem Telefon diese Signalstärke-Daten in irgendeiner Form rauszukitzeln. Bei Android ging das sogar noch einigermaßen. iOS, also das Apple-Betriebssystem, kapselt sich aus Sicherheitsgründen so stark von genau dieser Ebene des Betriebssystems ab, dass sie da eigentlich nur mit ziemlich fiesen Hacks rankommen. Das heißt also, man musste da schon fleißig rumtricksen. Man brauchte eigentlich die Zuarbeit von Google und Apple. Und bei iOS kam dazu noch das Problem, wenn man da jetzt einfach so eine App baut, die dann da fröhlich vor sich hin ist, muss die eigentlich die ganze Zeit im Vordergrund laufen. Und das geht gewaltig auf die Akkulaufzeit. Ich sage nicht, dass das alles Sachen sind, die gegen die App sprechen. Ich sage nur, dass das alles Sachen sind, die man bedenken muss, wenn man so eine App schreibt. Was dann also passiert ist, Google und Apple haben sich zusammengeschlossen und haben ein sogenanntes API entwickelt. API ist nichts weiter als eine Schnittstelle, bei der man dann sagen kann, okay, diese Schnittstelle ist so eine Art Pförtner zum Betriebssystem, bei dem ich mir Informationen abholen kann als App. Fragt sich erstmal natürlich, warum kommen Google und Apple, naja, das ist eine andere Sache. Die Idee besteht auch darin, dass diese ganzen Sachen mit, ich tausche da mal jetzt irgendwelche IDs aus und ich messe Signalstärken und weiß der Geier was, dass man dieses auf einer sehr niedrigen technischen Ebene stattfindende Tätigkeit dem Betriebssystem überlässt. Und diese API, also dieser Pförtner, sage ich jetzt mal, gibt an eine App dann nur noch die allerwichtigsten Informationen weiter. Das heißt also, wenn Sie eine App, so eine Corona-App schreiben als Staat oder als vom Staat beauftragtes Unternehmen, müssen Sie sich um diese ganze Physik Ihres Telefons nicht weiter kümmern, sondern Sie haben diese von Google und Apple bereitgestellte Schnittstelle und über die kriegen Sie alle nötigen Informationen. Sie müssen praktisch dann nur noch dafür sorgen, dass dann das Ganze schön aussieht. Nur noch ist natürlich auch jetzt eine sehr, sehr leichtfertige Formulierung. Und da gab es dann eben diese beiden Gruppen, dieses Pan-European Privacy Protecting Proximity Tracing, dieses PEPPT und die DP3T, die Decentralized Privacy Preserving Proximity Tracing Gruppe. Wie schon gesagt, zum momentanen Zeitpunkt sieht es so aus, dass diese PEPPT-Leute weiterhin den zentralen Ansatz verfolgen, ne, erkläre ich gleich noch, und die DP3T-Leute den dezentralen, steht ja auch schon im Namen drin, Ansatz verfolgen. Okay, jetzt mal von dieser etwas abstrakten Vorstellung das Ganze mal ein bisschen verbildlichen. Wir sehen jetzt hier auf dem Bildschirm die Personen 1, 2, 3, 4 und 5, beziehungsweise deren Telefon, die sagen, ich bin Telefon 1, 2, 3, 4 oder 5. Und die Person 1 wird sich gleich auf den Weg machen und irgendwelchen Leuten begegnen. Und die Idee ist dann eben immer, wenn die sich begegnen, dann sagen die Telefone zueinander, pass auf, ich bin die 1, ich bin die 5, ich bin die 3, ich bin die 2. So, das stellen wir uns doch jetzt mal vor. Also der Herr 1 oder Frau 1, weiß man nicht so genau, geht jetzt auf den Weg und ist offenbar den Personen 5, 2 und 4 begegnet. Was taucht jetzt also bei denen auf dem Smartphone auf? Der 5 sieht, ich bin der 1 begegnet. Die 2 sieht, ich bin der 1 begegnet. Die 4 sieht, ich bin der 1 begegnet. Und die 1 ist ja allen dreien begegnet. Das heißt, die hat bei sich die Nummern 5, 2 und 4 auf dem Telefon gespeichert. Soweit ganz einfach. Natürlich das erste Problem, wenn ich jetzt die immer eine feste Nummer, eine feste Identifikationsnummer aussenden lasse, dann bin ich ja in der Lage, ein Bewegungsprofil zu erstellen. Also kam man auf die Idee, dann lass doch alle 15 bis 20 Minuten diese Nummer sich ändern. Wir müssen uns einfach nur merken, welche Nummern wir ausgesendet haben. Aber die Nummer ändert sich ständig. Das heißt, ich kann dann nicht mehr eine Person zuverlässig verfolgen. Es kann sogar im Extremfall so sein, dass ich mit einer Person eine Stunde zusammensitze und von dieser Person 3, 4 verschiedene Identifikationsnummern zugeschickt bekomme. Das heißt, selbst mein Telefon würde nicht sagen können, wem ich eine Stunde lang begegnet bin, weil aus Sicht dieses Nummern sammelt, sich diese Person ständig ändert. Das ist schon mal eine ganz nette Idee. Was mache ich, wenn ich positiv getestet werde? Ja, ich habe offenbar zwei Listen. Ich habe auf meinem Telefon einmal die Liste der Personen, denen ich begegnet bin. Und ich habe die Identifikationsnummern, die ich im Laufe der Zeit ausgegeben habe. Wenn ich jetzt vom Arzt ein positives Attest bekomme, dann gehe ich hin und verteile, auf welchem Weg gucken wir gleich nochmal,
verteile die Nummern, unter denen ich mich den anderen Leuten vorgestellt habe, an alle anderen Leute und sage, pass auf, diese Nummern, die jetzt gerade, die ich hier gerade erzeugt habe, die gelten jetzt als infizierte Nummern. Guckt doch bitte mal nach, ob ihr diesen Nummern begegnet seid. Und dann gucken alle halt nach, okay, die Nummern 2, 3, 4 und 5 wurden als Infektions ausgegeben. Bin ich denen begegnet oder nicht? Klingt abstrakt und dafür habe ich natürlich auch ein Bild vorbereitet. Wir haben hier die Person A, von der sich herausstellen wird, dass sie positiv getestet ist und die ist der Person B begegnet. Und wir haben die Person C, die ist der Person B begegnet. Naja, und die Person A hat jetzt so im Laufe der Zeit die Zahlen 2, 3, 5, 7 und 11 erzeugt. Jetzt muss ich gerade mal hier ein Fenster wegziehen, weil das nämlich genau über der Präsentation liegt. Die Person B hat die Zahlen 4, 6, 8, 12 und 14 erzeugt und die Person C hat die Zahlen 9, 15, 25 und 33 erzeugt. Und während A und B sich begegnet haben, hat A offenbar von B die Identifikationsnummer 12 empfangen und von irgendwelchen Leuten noch die Zahl 23 und 42, von denen wissen wir gar nicht, wer das ist. Die Person B hat bei ihrem Treffen mit Person A offenbar die Identifikationsnummer 2 empfangen und bei ihrem Treffen mit der Person C hat sie die Identifikationsnummer 9 empfangen. Ja, und die Person Nummer C hat bei ihrem Treffen mit B die 4 und die 6 empfangen. So, der A sagt jetzt in die Welt, pass auf, ich habe mich leider infiziert. Ich habe die Ziffern 3, 5, 7 und 11 erzeugt. Und dann guckt der B in seiner Liste nach und stellt fest, ach Mist, okay, ich habe hier eine 2 stehen. Das ist schlecht. Da werde ich mich wohl besser auch mal testen lassen. Der C guckt in seine Liste rein und stellt fest, keine 2, keine 3, keine 5, keine 7, keine 11. Habe ich wohl nochmal Glück gehabt. So soll das funktionieren. Okay, so einfach ist es aber auch nicht. Dieses Prinzip sieht ja schon mal ganz gut aus, aber jetzt kommen wir zu diesen ganzen Kleinigkeiten. Das eine Problem besteht darin, dass es eine Untersuchung gibt, die besagt, dass wir in der Gesamtbevölkerung einen Durchsatz von 60% haben müssen, dass 60% der Bevölkerung sich diese App installiert haben müssen, damit dieses Verlangsamen oder vielleicht sogar Abbrechen der Infektionskette überhaupt stattfinden kann. Jetzt gucken wir weiter in die Statistiken rein und stellen fest, naja, nur 70% der Leute haben überhaupt ein Smartphone. Die anderen haben ein ganz normales Handy. Das heißt also, dass wenn ich nur 70% der Leute habe, aber bundesweit einen Durchsatz von 60% erreichen muss, dann heißt es, dass 86% der Smartphone-Besitzerinnen diese App installieren müssen. Das ist eine ziemlich große Herausforderung. Es kam heute, ich glaube, im Spiegel Online gab es einen Artikel, da hat dann jemand gesagt, naja, wir kommen auch schon mit deutlich geringeren Quoten schon zu guten Ergebnissen. Ich kann das nicht weiter kommentieren, ich zitiere jetzt einfach nur die Zahlen. Ne? Bei Android kommt noch ein weiteres Problem dazu. Android ist das zumindest in Deutschland deutlich beliebtere Betriebssystem als iOS, also als die iPhones. Bei Android habe ich ein Problem. Google ist ja praktisch die Firma, die Android als Betriebssystem wartet und die haben jetzt ja vor, ein Betriebssystem-Update rauszubringen, das dann die Telefone in die Lage versetzt, diese Bluetooth-Ortung vorzunehmen. Das muss auf Betriebssystemebene geschehen. Wenn Google eine Betriebssystemänderung rausgibt, dann müssen Samsung, LG, Huawei, Sony und wie sie alle heißen, für alle ihre auf dem Marktbetrieb befindlichen Telefone diese Betriebssystemänderung anpassen und ausrollen. Das ist ein Problem, das sie bereits jetzt bei Sicherheitsupdates von Android haben. Normalerweise wird für ihr Telefon, wenn sie einen guten Hersteller haben, 3 Jahre, wenn sie einen weniger guten Hersteller haben, für 2 Jahre ein Betriebssystem-Update, das von Google ausgerollt wird, für das jeweilige Modell angepasst. Das machen die Hersteller aus einem relativ simplen Grund nicht so wahnsinnig gerne. Für die ist das Geschäft abgeschlossen in dem Moment, wo sie ihnen das Telefon verkauft haben. Alles danach ist ein netter Service, kostet diese Firmen aber auch nur Geld. Und jetzt hat Android angekündigt, beziehungsweise Google angekündigt, sie wollen bis Android 6
also bis zu den Telefonen, die im Oktober 2015, also vor knapp 5 Jahren, sagen wir 4,5 Jahren ausgeliefert wurden, diese Änderung ausrollen. Und wenn Sie jetzt selbst mal so gucken, wann wurde für Ihr Telefon das letzte Betriebssystem-Update ausgespielt? Also nicht irgendwie das letzte Applikations-Update, wann Sie das aktuelle Google Earth gekriegt haben oder das letzte Update für WhatsApp, sondern wann wurde das letzte Betriebssystem-Update für Ihr Telefon ausgeliefert? Sieht es bei vielen Leuten schon relativ mau aus. Ich habe im Moment kein Telefon in der Hand, das im Verlauf des letzten halben oder ganzen Jahres überhaupt irgendein Betriebssystem-Update bekommen hat. Das heißt also, wir haben eine riesige Herausforderung dabei, dass die Smartphone-Hersteller das Geld in die Hand nehmen und dieses Betriebssystem-Update wirklich auch für ihre ganz alten Modelle, die sie schon längst abgeschrieben haben, anpassen. Kann passieren, ist aber eben keine triviale Aufgabe. Dann kommt so eine andere Sache dazu, dass man sich nicht so richtig einig darüber ist, wie lange ist eine Person überhaupt infektiös. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Fehlalarmen kommen wird, ist relativ hoch. Das Ganze findet unter einem hohen Zeitdruck statt. Und da muss ich mal kurz eine Lanze brechen für das, was gerade passiert und viele Leute irritiert bis aufregt. Ursprünglich hieß es ja, so Ende April, da rollen wir die Corona-App aus. Dann hieß es Ende April, Anfang Mai. Mitte Mai. Ach komm, sagen wir Juni. Mitte Juni. Also das ist jetzt so der aktuelle Stand, dass gesagt wird, so in knapp einem Monat haben wir diese App vielleicht. Und da haben viele Leute gesagt, ja, sag mal, seid ihr Jack? Wir brauchen das Ding jetzt. Was soll denn der Mist? Ich werde da gleich auch noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Wenn ich unter Hetze eine App ausrolle mit einer dermaßen großen Auflage, dann ist die Gefahr groß, dass ich mir Fehler leiste. Und bei einer App, die eine dermaßen weite Verbreitung findet, ist es in meinen Augen eine gute Idee, Fehler zu vermeiden. Aber ich werde darauf gleich noch ein bisschen genauer angehen. Ein anderes Problem ist eher so ein gesellschaftliches Problem, dass man die Leute motivieren muss, diese App auch zu installieren. Und meine These lautet, mit der Freiwilligkeit wird es wohl nicht so weit her sein. Also wir werden zu Punkten kommen, dass dann zum Beispiel Ihr Arbeitgeber sagen könnte, ja, ist ja schön, dass du für uns arbeiten willst, aber dann zeig erstmal deine App her, dass du auch nicht infiziert bist. Dass die öffentlichen Verkehrsbetriebe sagen werden, ist ja schön, dass Sie mit uns fahren wollen, aber wir wollen unsere Fahrgäste kein unnötiges Risiko aussetzen. Bitte zeigen Sie, dass Sie nicht infiziert sind. Also diese Freiwilligkeit wird, sagen wir mal, zumindest gefährdet sein. Dann hat sich Axel Voss, glaube ich, jetzt am Dienstag, meine ich, oder Mittwoch auch nochmal zu Wort gemeldet und hat gesagt, ja, man muss doch irgendwelche Anreize schaffen. Und dass man vielleicht sagt, ja, okay, wer die App sich installiert, der darf wieder in Urlaub fliegen oder sowas. Das sind Sachen, die ganz bedenklich sind, weil natürlich die Grenze zwischen ich schaffe Anreize und ich schaffe einen de facto Zwang fließend verläuft. Auch das ist natürlich eine Sache, die wir sozusagen gesellschaftlich zu lösen haben und für die es keine technische Lösung gibt. Dann gibt es natürlich noch die Frage, die wir allerdings wahrscheinlich gelöst haben. Wie verhindern wir eigentlich, dass einer einfach mal aus Spaß sagt, ja, ich bin jetzt mal krank, ich schicke mal eine Warnmeldung raus. Das wird vermutlich so stattfinden, vermutlich, wir wissen es noch nicht, dass Sie, wenn Sie eine positive Diagnose bekommen, von Ihrer Ärztin so einen Freischaltschlüssel bekommen und über diesen Freischaltschlüssel können Sie dann eine sozusagen authentifizierte Warnmeldung abgeben. In Österreich läuft das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so, dass Sie sogar sagen können, ich fühle mich unwohl, ich habe Kratzen im Hals, ich fühle mich nicht gut. Ich bin zwar noch nicht positiv getestet, aber ich möchte trotzdem schon mal die Leute warnen. Dann können Sie für diesen Fall sogar schon eine Warnmeldung absetzen, müssen dafür allerdings Ihre Telefonnummer hinterlassen. Damit ist dann also auch die Anonymität nicht mehr gegeben. Aber damit soll dann eben verhindert werden, dass Leute einfach mal so, weil es Spaß macht, irgendwelche falschen Warnmeldungen rausgeben. Das Problem scheint also gelöst zu sein. Und vielleicht eine Frage, die in dem Zusammenhang auftauchen wird, schon mal vorwegzunehmen. Es wird, zumindest ist das die Planung im Moment, darauf hinauslaufen, wenn Sie eine positive Diagnose bekommen, Sie die Warnung immer noch selbst absetzen müssen. Das heißt, da wird keiner das Heft für Sie in die Hand nehmen und sagen, gehen Sie mal Ihr Telefon her, ich setze hier mal eine Warnmeldung ab. Sondern es wird so aussehen, dass Sie immer noch entscheiden, okay, ich habe jetzt diese positive Diagnose, ich muss jetzt in Quarantäne gehen. Ich setze jetzt eine Warnmeldung ab. Aber das Absetzen dieser Warnmeldung bleibt immer noch Ihnen überlassen.
Der Chaos Computer Club hat sich dann natürlich auch in die Diskussion eingemischt und hat dann 10 Prüfsteine veröffentlicht, anhand derer er sagt, er hat 10 Prüfsteine veröffentlicht, die einem helfen sollen, zu beurteilen, ob man so eine App haben will oder nicht. Und da kommen natürlich erstmal so klassische Datenschutzansätze. Das heißt, es wurde gesagt, diese App, die soll jetzt auch wirklich nur für das Tracing dieses einen Corona-Zwischenfalls da sein. Und dann soll nicht nachher noch einer ankommen und sagen, schöne App, damit kann man bestimmt noch irgendwas anderes anfangen. Die Freiwilligkeit muss gegeben sein. Es müssen Leuten keine Nachteile entstehen, wenn sie die App nicht benutzen können, müssen, dürfen oder wollen. Es muss die Privatsphäre gewahrt bleiben und es muss Transparenz geschaffen werden. Transparenz in dem Sinne, dass auch klar ist, was macht diese App eigentlich. Da kommt wieder dieser Open-Source-Gedanke durch, dass die Leute sehen wollen und überprüfbar sehen wollen, was macht diese App eigentlich. Das heißt, sie wollen den eigentlichen Programmcode sehen können. Jetzt werden sie eventuell sagen, naja Gott, also ich bin jetzt mal zufällig keine Informatikerin. Ich kann mit dem Programmcode eh nichts anfangen. Aber die Idee ist eben, dass durch eine Veröffentlichung des Programmcodes genügend Leute in dieses Programm reingucken können, um zu sehen, was tut das Ding eigentlich, um dann auch meinetwegen Daumen hoch zu geben und sagen, ja, wir haben in das Programm reingeguckt, das ist wirklich vertrauenswürdig, das hat keine komischen Nebenfunktionen, sondern es tut exakt das, was auch behauptet wird. Es geht immer wieder um Vertrauen, das Stichwort wird jetzt noch ein paar Mal fallen, schätze ich. Dann hat der Chaos Computer Club auch ziemlich früh gesagt, wir wollen nicht, dass man irgendeinem zentralen Server vertrauen muss. Ich werde gleich die Verwirrung etwas steigern, indem ich sage, na, selbst der dezentrale Ansatz braucht einen zentralen Server, aber dann werden wir auch sehen, wo der Unterschied zwischen dem zentralen und dem zentralen Ansatz ist. Also wir haben gesagt, wir wollen nicht einem zentralen Server vertrauen können. Wir wollen, dass auch nur so wenig Daten wie möglich erhoben werden. Da könnte man ja zum Beispiel auch auf die Idee kommen, sich zu fragen, naja, wie wäre es denn eigentlich, wenn ich die Messung so anstelle, dass ich nicht nur feststelle, dass ich einer infizierten Person begegnet bin, sondern dass ich mit jeder ID, die ich empfange, die Uhrzeit und den Ort empfange, dass ich am Ende dann doch sagen kann, wem ich begegnet bin, der infektiös gewesen ist. Und das soll unterbunden werden. Unsere Forderung ist, dass nur diese IDs ausgetauscht werden und dann nicht noch irgendwelcher Spökes mit dazu. Das heißt, es soll eben auch Anonymität gewahrt werden. Es sollen Bewegungsprofile nicht möglich sein und das Ganze soll möglichst unbeobachtet vonstatten gehen. Und wie schon gesagt, soll nicht noch irgendwelche weiteren Informationen daraus gezogen werden können. Das sind so die Prüfsteine, die der CCC veröffentlicht hat. Und jetzt kommen wir eben zu diesen beiden Ansätzen, dem zentralen und dem dezentralen Ansatz. Wo ist der Unterschied? Beim zentralen Ansatz habe ich diese ganzen Telefone, die sammeln Daten und schicken diese Daten, ich bin ID so und so und habe mit der und der, ich habe mit der und der Stärke von dieses und jenes Signal empfangen. Das war jetzt nicht ganz korrekt. Also ich schicke die Information raus, ich habe von der ID so und so mit folgender Signalstärke die ID empfangen. So. Und diese ganzen Daten bleiben nicht auf dem Telefon, sondern werden auf einen zentralen Server geschickt. Das heißt, auf diesem zentralen Server laufen dann lauter Informationen auf. Die und die ID hat die andere ID mit der und der Signalstärke gesehen. Und dann entscheidet dieser Server aufgrund diverser Wahrscheinlichkeitsaussagen, okay, wir wissen, wie diese Signale, wie stark die sein müssen. Wir stellen jetzt aufgrund einer Backdata-Analyse fest, okay, diese und jene IDs könnten sich infiziert haben. Jetzt schicken wir Warnungen raus. Das heißt, es gibt eine zentrale Datenhalde, auf der auch die Entscheidung, ob es zu einer Infektion gekommen sein könnte, gefällt wird. Das hat einen Vorteil, der darin besteht, dass, wie ich schon geschildert habe, dieses ganze Bluetooth-Verfahren noch arg in den Kinderschuhen steckt und wir sehr wahrscheinlich bei den Parametern, die zur Entscheidung führen, ob eine Infektion stattgefunden hat, nachsteuern müssen. Wenn ich einen zentralen Server habe, ist das eine relativ einfache Sache, weil ich nämlich dann diesen Server sagen lassen kann, okay, nimm mal die und die Parametrisierung ran und jetzt trifft man eine Entscheidung, ob eine Infektion vorgelegen hat und schickt eine Warnung raus. Und dann guck doch bitte mal im Nachgang nach, wer sich bei dir als infiziert gemeldet hat, den du gewarnt hast und guck umgekehrt auch noch nach, wer sich bei dir als infiziert gemeldet hat, den du aber nicht gewarnt hast. Und dann guck nochmal deren Bluetooth-Daten an
und pass mal die Kriterien an, anhand derer du entschieden hast, dass zwei Personen sich zu lange begegnet sind. Das heißt, dieses Tuning kriege ich auf einem zentralen Server relativ gut hin. Das Problem ist natürlich, ich habe eine zentrale Instanz, auf der relativ brisante Daten anfallen und ich muss diese zentrale Instanz auch entsprechend gut schützen. Ist keine triviale Aufgabe. Vor allen Dingen ist es keine triviale Aufgabe, wenn ich unter extremem Zeitdruck stehe. Beim dezentralen Ansatz bleiben diese Kontaktdaten auf dem Smartphone. Das heißt, die sammeln dann, ich habe von dem Telefon mit der und der Signalstärke die und die ID empfangen. Ich habe die und die IDs mit der und der Signalstärke empfangen. Alle Daten bleiben bei mir auf dem Smartphone. Dann bekomme ich eine Warnung rein. Die und die ID ist als infektiös gemeldet worden. Und dann guckt mein Telefon nach. Aha, aufgrund der Bluetooth-Signalstärken, die ich da empfangen habe, stelle ich jetzt mal fest, du bist der und der ID zwar begegnet, aber nicht lang genug. Und der anderen ID bist du überhaupt nicht begegnet. Und der dritten ID bist du begegnet, da lang genug. Das könnte was sein. Das Problem an der Sache ist, dass das, was ich hier bei dem zentralen Ansatz geschildert habe, nicht, also dass dieses Tuning sehr viel schwieriger ist. Das kann man zwar machen, ist aber komplizierter. Der Vorteil ist, wie schon gesagt, die Daten bleiben bei mir auf dem Telefon. Das heißt, ich muss mich nur um den Schutz meines Telefons kümmern. Das ist auch schon mal ganz gut. Witzigerweise brauche ich allerdings, um dann andere Leute zu warnen, immer noch einen zentralen Server. Das hat aber nicht den Hintergrund, dass auf diesem Server irgendwelche Informationen großartig gespeichert werden, sondern der ist nichts weiter als praktisch so eine Relay-Station, den ich als Verteilerknoten nutze. Es wäre theoretisch möglich, dass die Smartphones sich untereinander über so ein Peer-to-Peer-Verfahren austauschen. Das verursacht aber dann dermaßen Bandbreite, das will man nicht. Deswegen hat man gesagt, wenn ich eine Warnmeldung rausschicke, dann schicke ich die an so einen zentralen Server raus und der verteilt das dann brav. Das nächste Problem, das der dezentrale Ansatz hat, ich kann zumindest sowas wie eine lokale Entanonymisierung durchführen. Ich kann zum Beispiel so Sachen machen, dass ich am Eingang eines Geschäfts so einen Bluetooth-Scanner aufstelle und da ist ja sowieso die Kamera des Geschäfts und dann kann ich sagen, oh, guck mal, da kommt gerade ein Telefon rein, das sendet die und die IDs aus und dann korreliere ich das mit dem Kamerabild und auf die Tour kann ich zumindest so ein Bewegungsprofil beim Geschäft anstellen oder meinen Firmeneingang, da könnte ich das auch so machen, dass ich dann sage, guck mal, da kommt gerade der Angestellte so und so rein, dessen Telefon sendet das und das Signal aus. Also solche Sachen sind dann möglich, das heißt, da hat man dann auch so ein kleines Datenschutzproblem. Muss man halt abwägen, was man davon gefährlicher findet. Im Moment ist die Meinung dahingehend, dass der dezentrale Ansatz weniger schwere Probleme, was Datenschutz und Datensicherheit angeht, aufwirft. So, jetzt kommt ein Moment, bei dem ich alle um ein wenig Nachsicht und Geduld bitte. Und zwar kommt jetzt der Punkt, an dem ich mal etwas technisch werde. Jetzt wird ein bisschen Technikgefasel kommen. Achtung, es sind nur zwei Folien, die ich erläutern werde. Wenn Sie das nicht verstehen, ist es nicht schlimm. Sie haben bis jetzt auf jeden Fall alle zentralen Ideen. Für die Leute, die sich jetzt technisch doch noch ein bisschen mehr interessieren, erzähle ich mal ganz grob, was da eigentlich passiert. Links oben sehen Sie das, was auf Ihrem Telefon alle 24 Stunden geschieht. Ihr Telefon erstellt alle 24 Stunden einen vollkommen zufällig ausgestellten Schlüssel und verleiht diesem Ding auch ein Ablaufdatum. Dann wird aus diesem Schlüssel ein weiterer Schlüssel generiert und ein dritter Schlüssel, der zum Verschlüsseln der Bluetooth-Metadaten da ist. Dieser zweite Schlüssel erzeugt alle 15 bis 20 Minuten das, was Ihr Telefon eigentlich raussendet. Den Rolling Proximity Identifier oder die Ephemeral ID. Und gleichzeitig wird mit dieser ID auch noch diese Bluetooth-Information ausgestrahlt. Die ist allerdings zu diesem Zeitpunkt noch verschlüsselt. Das heißt also, was der Empfänger eines solchen Signals bekommt, ist einmal so eine ID und dann ein Datenpaket, das über diese Bluetooth-Metadaten nochmal Auskunft gibt, das er allerdings zu dem Zeitpunkt noch nicht lesen kann. Der Witz bei der ganzen Sache besteht darin, dass diese Erzeugung immer nur in eine Richtung geht. Das heißt also, aus diesem 24-Stunden-gültigen Schlüssel erzeuge ich diesen anderen Schlüssel
Und der wiederum erzeugt dann diesen alle 15 bis 20 Minuten sich ändernden Schlüssel. Warum hat man das gemacht? Damit jemand, der im Besitz dieser ID kommt, keine Möglichkeit hat, auf das eigentliche Telefon zurückzuschließen. Das ist schon mal eine ganz schlaue Idee. So, ich habe das jetzt extrem abgekürzt, weil ich sie nicht zu sehr mit englischem Fachgeschwafel ärgern wollte. Aber das ist die grobe Idee, die da stattfindet. Das heißt, wir haben schon ein recht kompliziertes, mehrstufiges Verfahren. Was passiert jetzt im Fall einer Infektion? Ich habe mir ja gemerkt, welche IDs ich erzeugt habe. Ich merke mir für 14 Tage diesen 24-Stunden gültigen Schlüssel. Und wenn ich jetzt eine positive ID bekomme, diese 14 Tage sind mehr oder weniger aufgrund der Infektionsdauer festgelegte Zahlen. Man sagt also, 14 Tage kann eine Person maximal infektiös sein. Also brauche ich auch nur für 14 Tage diese 24-Stunden gültigen Schlüssel sammeln. Und dann gehe ich halt ran und sage, okay, ich habe diese 14 Schlüssel auf meinem Telefon gespeichert. Die benenne ich jetzt um in Diagnoseschlüssel und schicke die an diesen zentralen Server. Und der verbreitet die dann an alle anderen Smartphones weiter. So, und jetzt bekomme ich irgendwann mal so einen Diagnosenschlüssel zugeschickt und gucke im ersten Schritt nach. Achso, ich bekomme diesen Schlüssel und dann bin ich in der Lage, diesen ganzen Prozess, den ich eben angedeutet habe, ich habe hier diesen, das ist das, was ich bekomme, dann erzeuge ich als Empfänger dieses Schlüssels diesen Rolling Proximity Identifier Key und aus dem dann die alle 15 bis 20 Minuten sich ändern IDs. Mit anderen Worten, ich rekonstruiere die IDs, die so ein Schlüssel ausgesendet haben kann und vergleiche dann diese IDs mit denen, die ich empfangen habe. Und dann habe ich ja noch diesen Schlüssel zugeschickt bekommen und mit dem kann ich die Bluetooth-Metadaten entschlüsseln. Das heißt also, ich habe rekonstruiert die ganzen IDs, die von so einem 24-Stunden gültigen Schlüssel erzeugt worden sein können, habe die mit den IDs verglichen, die ich empfangen habe. Und dann gehe ich im nächsten Schritt ran und gucke mir die Bluetooth-Daten an, ob die mir nahelegen, dass ich dieser Person nicht nur so grob irgendwie begegnet bin, sondern dass ich der tatsächlich über, sagen wir mal, 10 bis 15 Minuten näher als 1,5-2 Meter gekommen bin. Wenn sie das Ganze jetzt abgehängt hat, nicht verzweifeln, das Leiden hat jetzt ein Ende. Wir kommen wieder zum normalsprachlichen Teil. Die Frage, die jetzt natürlich auch immer wieder aufkam, ist, warum dauert das Ganze so lange? Na, ich hatte schon angedeutet, diese Abstandsmessung per Bluetooth ist doch mit einigen Unsicherheiten begegnet und wir sind noch mittendrin in der Forschung. Die Bundesregierung hat eine durchaus begründete Entscheidung getroffen, indem sie gesagt hat, wir gehen nicht auf ein Start-up zu, das möglicherweise schneller agieren kann, sondern wir nehmen so Unternehmen wie die Telekom und SAP. Na gut, jetzt kommen so Lästerer wie ich und sagen, naja, Telekom und SAP sind jetzt nicht gerade die flottesten, aber es sind halt etablierte Unternehmen, die auch gewisse Prozesse haben, mit denen sie die Qualität ihrer Software einigermaßen sicherstellen können. Ich hatte ja schon gesagt, die Qualität und die Sicherheit solcher Software sind gerade jetzt sehr entscheidend. Das Ganze hat natürlich den Nachteil, dass so eine Entwicklung sehr, sehr viel langsamer erfolgt. Dazu kommt dann natürlich, wissen wir selbst, dass gerade Projekte der öffentlichen Hand dazu tendieren, länger zu dauern und teurer zu werden als geplant. Also Berliner Flughafen, Elbphilharmonie, LKW-Maut, Expo 2000, das sind alles solche Projekte, die dann doch gewaltig aus dem Ruder gelaufen sind. Das ist strukturell bedingt bei solchen Sachen. Aber ich kann immer noch verstehen, dass der Staat sagt, wir wollen so eine App haben, weil so ein Staat ja auch doch noch eine gewisse Vertrauensinstanz ist und dass der dann auch lieber auf Nummer sicher geht und sagt, okay, ich nehme jetzt kein kleines Startup, von dem ich weiß, ob es die nächsten 14 Tage überhaupt noch überleben wird, sondern ich nehme sowas Altes, Gediegenes wie die Telekom und SAP. Die sind lang genug im Geschäft, um zu wissen, wie man ordentlich Software entwickelt. Warum lege ich auf diese Sorgfalt so einen Wert? Na, ich hatte ja gesagt, dass ich 60% Durchdringung erreichen möchte. So, jetzt gucken wir, wir sind 80 Millionen Leute. Das heißt, die Bundesregierung plant, auf 48 Millionen Smartphones diese App auszurollen. Und jetzt überlegen wir mal, was passiert,
wenn da irgendwo ein Fehler ist, der allein aufgrund des Zeitdrucks zustande gekommen ist, und das ist ein Fehler, der so von der Tragweite ist, ich kann Daten von dem Telefon absaugen, ich kann irgendwelchen Unsinn da anstellen, ich kann Sachen kaputt machen. Das sind ja Sachen, die, wenn ich unter Eile entwickle, nicht auszuschließen sind. Bei einer Auflage von 48 Millionen Geräten wäre ich als Angreifer auf jeden Fall sehr neugierig, was diese App macht. Ich würde mir diese App sehr genau angucken. Und wenn ich da einen Fehler finde, habe ich auf einmal 48 Millionen Geräte, auf denen dieser Fehler funktioniert, die ich dann angreifen kann. Und genau aus dem Grund wird diese App gerade eher langsam, aber dafür tendenziell sorgfältiger entwickelt. Ich kann das durchaus verstehen. Es ist natürlich ärgerlich für die Leute, die jetzt schon seit Wochen dahinter herhebeln und sagen, meine Gott, warum dauert das so lange? Aber so, ich komme ja auch so ein bisschen aus der Softwareentwicklung, das Risiko bei der Auflage möchte ich äußerst ungern eingehen. Was natürlich dann die Leute schon mal misstrauisch macht, wait, Apple und Google, das sind nicht gerade so die Firmen meines allergrößten Vertrauens. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, ja, auf der anderen Seite haben wir trotzdem deren Telefone. Also ein bisschen vertrauen wir denen ja schon noch. Dann wird natürlich gerade gesagt, ja gut, aber gerade Google ist ja als eine Firma verschrien, die, sagen wir mal, eine gewisse Affinität zu Benutzerdaten hat. Warum kommen ausgerechnet die auf die Idee, diesen dezentralen Ansatz zu forcieren, der ja denen eigentlich gerade nicht in die Hände spielt? Da wäre meine Vermutung, ich weiß nicht, welche Vermutungen da in der Führungsetage von Google tatsächlich zum Tragen gekommen sind. Meine Vermutung wäre, dass sowohl Apple als auch Google klar war, natürlich hat der zentrale Ansatz auch seinen Charme, aber wir müssten in die Sicherheit dieser zentralen Institution nochmal so viel Arbeit investieren, wie wir in unsere Schnittstellen investieren. Wir haben schlicht die Zeit nicht. Dann lass lieber einen Ansatz verfolgen, der einfach weniger Angriffspunkte bietet, vielleicht dann auch einige Nachteile hat, aber dieser zentrale Ansatz ist unter dem Zeitdruck, in dem wir im Moment arbeiten, einfach nicht machbar. Das nächste Problem ist, naja, eher so ein Nischenproblem, aber trotzdem sollte man mal darüber nachdenken, was passiert eigentlich, wenn ich ein Smartphone habe, aber ich habe mein Android so aufgesetzt, dass ich das ohne Google-Konto aufgesetzt habe. Oder noch radikaler, ich habe gar kein Android, sondern ich benutze so ein alternatives Betriebssystem, das den Google Play Store gar nicht benutzt. Dafür wird diese App im Moment noch gar nicht angeboten. Die Frage, ob da vielleicht noch was passieren wird. Dann ist es eine Frage, die ich auch bewusst unbeantwortet lasse, ob ich vielleicht dann den Anreiz bekomme, wenn ich die App habe und ich bekomme von dieser App eine Warnung, dass ich dann ja vielleicht gegenüber meiner Ärztin sagen kann, hören Sie mal, bisher hatte ich nur einen Kratzen im Hals, aber jetzt habe ich hier eine Warnung, dass ich möglicherweise infiziert bin. Ob man dann solchen Leuten die Möglichkeit gibt, leichter an einen Corona-Test oder einen Covid-19-Test ranzukommen, wäre durchaus eine Möglichkeit. Sollte man diskutieren. Es gibt auch wieder Leute, die sagen, ja, das ist doch dann gerade Diskriminierung von Leuten, die keine App haben. Ich lasse diese Frage auch bewusst offen. Und was dann von Jens Spahn ja auch nochmal, ich glaube, Spahn war das, bin mir nicht 100% sicher, was dann von dem nochmal angerichtet worden war, naja, wenn ich jetzt schon eine App habe und diese App, und ich melde dieser App, dass ich infiziert bin, kann ich dann diese App nicht auch meine Quarantäne überwachen lassen? Und auch da begibt man sich, sagen wir mal, in vermintes Gebiet, um das mal vorsichtig auszudrücken. Wie könnte so ein Smartphone meine Quarantäne überwachen? Naja, die Idee wäre, dass ich ja verhindern muss, dass ich einfach das Telefon zu Hause liegen lasse und dann draußen rumrenne. Und ich meine, China hat das angeboten, dass die gesagt haben, also entweder kriegst du zu irgendeinem Zeitpunkt mindestens einmal täglich Besuch von der Polizei, die gucken, ob du auch wirklich in deiner Wohnung bist, oder du erklärst dich bereit, auf deinem Smartphone zu unvorbereiteten Zeitpunkten so eine Art Kontrollanruf zu bekommen, dass dein Smartphone sagt, okay, dann fotografier dich doch bitte mal neben deinem Sofa und halt die aktuelle Tageszeitung in die Höhe, damit wir wissen, dass du jetzt auch tatsächlich in deiner Wohnung bist. Also sowas kann man sich denken. Sowas wäre eine Möglichkeit. Um es abzuschließen.
Wird die App den Erfolg, den erhofften Erfolg haben? Antwort lautet, wir wissen es nicht. Es ist ein Versuch, den ich für sinnvoll halte. Ich kann Ihnen aber nicht versprechen, dass diese App wirklich den Erfolg haben wird, den wir uns von ihr erhoffen. Es gibt Länder, in denen Corona-Apps eingesetzt werden, bei denen die Erfahrungen eher ernüchternd waren. Aber dann kann man kann ja auch die Ansatz vertreten, na Gott, also vielleicht hat das nicht den durchschlagenden Erfolg gehabt, den wir von der Sache erhoffen. Aber es war zumindest ein Baustein in einem weiteren Gerüst. Es setzt natürlich ganz viel darauf, dass die Leute kooperieren. Und jetzt fällt nochmal das Wort, das Stichwort, ich kriege die Leute eigentlich nur dazu, diese App einzusetzen, wenn die dieser App auch vertrauen können und nicht befürchten müssen, dass da irgendwelcher Schabernack nicht mitgetrieben wird. Sowohl technisch als auch gesellschaftlich und politisch. Und das war auch das, was ich Ihnen jetzt vermitteln wollte, einfach mal so genügend Futter zu liefern, dass Sie eine ungefähre Idee haben, woran wird gerade gearbeitet, warum sieht der Ansatz so aus, wie er gerade aussieht, welche Stärken und Schwächen hat dieser Ansatz, dass Sie dann aufgrund dieser Information sich hoffentlich jetzt etwas wohler bei der Entscheidung treffen, will ich das Ding jetzt, wenn es denn kommt, installieren oder nicht. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank, Joachim Selzer. Vielen, vielen Dank für deine Einführungen in diese komplexe Thematik und uns zu zeigen, welche Fragen dahinter stecken, die Wege, die dahinter diskutiert werden. Das sind, ist, glaube ich, sind alles Themen für, ich sag mal, sprechen wir nur von mir selber, von mir als einem technischen Laien, der zwar lauter Apps auf seinem Telefon hat, aber doch die Frage, was da alles mit einhergeht an Fragestellungen, glaube ich, nochmal neu, nochmal in den Blick genommen hat. Vielen, vielen Dank erstmal von meiner Stelle. Ja, von meiner Stelle auch. Das war ja richtig einmal eine Erklärung, wie es dazu gekommen ist und ob wir vertrauen können. Die Frage ist ja offen. Vielleicht hören wir da noch was aus dem Chat. Ich habe jetzt erstmal eine Frage aus dem Chat. Und zwar geht es da um die IDs, die erzeugt werden. Ja. Und zwar, ob sichergestellt wird, dass bei wechselnder ID keine zweite Geräte dieselbe ID generieren. Kann man das sicherstellen? Also jetzt kommt der Mathematiker in mir durch und sagt, es ist ein sogenanntes Hashing-Verfahren, das ich da einsetze. In einem Hashing-Verfahren kann es immer zu Kollisionen kommen. Aber wenn ich das sauber mache, ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Telefone zufällig die gleiche ID generieren, das wird ein langes Stück Zahl sein, wird so astronomisch unwahrscheinlich sein, dass ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehne und sage, es ist nahezu unmöglich oder zumindest astronomisch unwahrscheinlich. Das ist ungefähr so, es ist theoretisch möglich, dass an zwei Samstagen hintereinander die gleichen Lottozahlen gezogen werden, ne? Aber trotzdem kann ich mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit sagen, das wird nicht stattfinden. Und so ähnlich kann man sich das da auch vorstellen, ne? Ja, gerne noch weitere Fragen. Das war die Frage zur ID. Vorhin hatten wir schon mal eine Frage, warum das so lange mit der App dauert. Da bist du im Vortrag schon mal drauf eingegangen. Aber vielleicht kannst du noch etwas sagen, warum zum Beispiel, das ist ja eine oft gehörte Frage, es gab Pandemiepläne seit Mitte der 2010er Jahre. Warum hat man das überhaupt nicht vorbereitet? Andere Länder waren viel schneller. Südkorea handhabt das komplett mit einer App. Ganz stark, warum sind wir so zögerlich gewesen? Ja, das die ganze Zeit. Also wir haben vielleicht auch einfach was verpasst. Wir haben Pandemien bisher als ein vor allem ein medizinisches Problem angesehen. Also bei meinem Arbeitgeber gab es auch ausgefuchste Pandemiepläne, auch seit der Schweinegrippe, meine ich. Aber auch da war das Ganze eher als so ein medizinisches Problem angesehen worden. Und ich glaube, die Idee, das mit der App zu lösen, ist relativ frisch. Und wir müssen auch sagen, dass zum Beispiel solche Sachen wie Korea und Singapur mit einer Härte durchgezogen wurden, die in Deutschland wahrscheinlich zu Protesten geführt hätte. Na, also wir haben, also die haben die Leute in einem Maße kontrolliert, bei dem man in Deutschland wahrscheinlich eine geringe Akzeptanz gehabt hätte. Das heißt, wir haben in Deutschland nicht nur nach einer wirksamen technischen Lösung gesucht, sondern auch nach einer Lösung mit entsprechender Akzeptanz.
Gibt es noch eine Frage, was die, was die Rückverfolgungswege anbelangt, Hella, wenn ich da einmal kurz auf die 60%, die du angesprochen hast. Da ergänzt dann und sagt ja, die 60% beruhen ja darauf, dass es keine weiteren Rückverfolgungswege gibt. Aber in Wirklichkeit gibt es ja, geht es ja um eine Ergänzung der in Klammern schlechten Methode über die Gesundheitsämter. Ja, genau. Also die 60, es gibt irgendeine Studie, die habe ich auch verlinkt. Aber ja, auf jeden Fall danke für den Hinweis. Ich sehe jetzt auch die nächste Frage schon, aber du kannst sie gerne nochmal vorlesen. Das wäre die nächste Frage, aber hier bei mir ist, funktioniert die App nur in Deutschland oder auch zum Beispiel im Urlaub im Ausland, also zum Beispiel in Mallorca? Ist ein Problem, das im Moment noch nicht gelöst ist, unter anderem, weil jeder Staat mit so einer eigenen Lösung anstrebt. Es ist natürlich gewollt, dass ich auch bei einem Grenzübertritt das Ganze mitnehmen kann. Aber das wird zum Beispiel schon zum Konflikt führen, wenn ich jetzt mal nach Frankreich fahren möchte, weil Frankreich sehr wahrscheinlich ja den zentralen Ansatz verfolgen wird. Das heißt also, die App, die ich dann bei mir drauf habe, die wird dann so nicht funktionieren. Das heißt, obwohl es eigentlich gewünscht ist, wird es zumindest bei den Apps, die jetzt als erstes rauskommen werden, sehr wahrscheinlich nicht funktionieren beim Grenzübertritt. Aber rein theoretisch jetzt mal von der politischen Perspektive aus betrachtet, wäre doch gerade von einer europäischen Perspektive, wo wir darauf zusteuern, gerade die Freizügigkeit der Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen Union, wäre das doch eigentlich noch, ist wieder so ein Punkt, wo man merkt, da wird dann doch eher in den nationalen Räumen gedacht und leider nicht in den europäischen Räumen, wobei ich natürlich mir auch klar ist, dass die Komplexität sich nochmal potenziert, was die Rechtsräume anbelangt. Aber dennoch geht es natürlich darum, doch auch die Freizügigkeit zu ermöglichen. Da stellt man fest, dass da auch wieder da Herausforderungen nochmal der ganz anderen Art vorkommen. Also das heißt, man könnte sich vorstellen, ich müsste mir jetzt in Frankreich eine andere App runterladen, wie wenn ich jetzt von Frankreich in die Schweiz fahre, dann muss ich mir die dritte runterladen oder sowas. Ja, also es ist, muss mir noch einen neuen Speicherplatz freischaufen. Also ich zitiere den von mir heiß und innig verehrten ehemaligen Europaabgeordneten, inzwischen Landwirtschaftsminister von Schleswig-Holstein, Jan-Philipp Albrecht, der, als er noch als Europaabgeordneter die Datenschutzgrundverordnung mit auf den Weg brachte, sagte, naja, Europapolitik ist etwa so, als befände ich mich auf einem riesengroßen Tanker, der kein Ruder hat und bei dem ich dann die Richtung dieses Tankers dadurch zu beeinflussen versuche, dass ich die Leute, die auf dem Tanker herumlaufen, zu überreden versuche, auf eine bestimmte Seite des Tankers zu laufen. Und das zeigt in meinen Augen recht gut, wie auf europäischer Ebene Entscheidungen getroffen werden. Das ist einfach ein zähes Geschäft. Und wenn wir jetzt in so einem Handlungsdruck sind wie jetzt, ist Europa, ich sag mal, sind die Entscheidungswege von Europa schlicht überfordert. Dann bin ich eher dafür, komm, lass uns erstmal nationale Lösungen basteln. Und wir haben ja immer noch die Idee, einen Standard zu formulieren. Es ist ja nicht so, als hätten wir uns von diesem Standard verabschiedet. Wir verfolgen einfach einen Standard. Und dann müssen wir vielleicht im zweiten Schritt mal gucken, okay, jetzt haben wir für unsere Länder das hingekriegt, ob wir dann auch jetzt noch hinkriegen, die anderen Apps, die möglicherweise einem anderen Ansatz verfolgen, aber sich trotzdem an Standards zu halten, diese Standards ebenfalls noch ranzuflanschen. Dann kommt noch mal eine Frage zum dezentralen Ansatz. Da sind wir auch und vielleicht auch in Verbindung mit, wenn ich in Europa mehrere Apps runterladen müsste, ist die Speicherfähigkeit meines Smartphones für die Speicherung der empfangenen und gesendeten ID-Daten ausreichend? Ja, also wir reden ja bei so ein normales Smartphone. Also ich habe jetzt kein besonders gutes. Das hat 32 GB Speicher. Und wir reden davon, dass da einige Byte übertragen werden. Also klar, da werden sich im Laufe eines Tages schon einige IDs ansammeln, aber dann reden wir von irgendwas im Bereich von einigen Megabyte vielleicht. Aber wir reden nicht von, keine Ahnung, dass auf einmal ich 10 Gigabyte Logdaten auf meinem Smartphone habe. Das wird die Größenordnung nicht haben. Denn wir reden wirklich, also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie groß das Datenpaket sein wird. Ich habe die Spezifikation nicht in der Genauigkeit drauf. Es kann auch gut sein, dass sich da noch was ändern wird. Aber ein handelsübliches Smartphone sollte ausreichen, gerade wenn es noch so neu ist, dass das Updates noch ausgeliefert werden. Wenn das so ein etwas älteres ist wie das hier, für das schon seit Jahren keine, das ist hier so ein älteres Samsung. Aber
selbst da sind 32 GB drauf, wobei sich bei dem hier wahrscheinlich gar nicht mal die Frage stellt, ob der Speicherplatz ausreichen wird, sondern es wird sich eher die Frage stellen, wird das überhaupt jemals von Apple und Google mit diesem entsprechenden Update versorgt? Ich tippe mal eher auf Nein. Dann eine Frage, ob du eine realistische und keine politische Prognose abgeben möchtest, wann die App in Deutschland einsatzfähig sein wird unter der Abwägung der geschilderten Herausforderungen. Also sagen wir mal so, ich finde Mitte Juni nicht ganz unsportlich. Ich lasse mich jetzt ungern darauf festnageln, dass ich sage, es wird Juni werden. Ich halte Juni für schaffbar, wenn sich Telekom und SAP so richtig da reinknien. Ansonsten halte ich den Juli für schaffbar. Aber Achtung, ne? Also ich habe ja schon gesagt, Berliner Flughafen, wie viele Jahre haben wir überzogen? Und na gut, den braucht ja momentan keiner, aber das ist eine andere Frage. Ja, ich meine, das ist natürlich auch immer das Problem so bei Projekten der öffentlichen Hand, die haben einfach ein strukturelles Problem und deswegen bin ich sehr, sehr vorsichtig bei der Voraussage, wie sich sowas weiterentwickelt wird, unter anderem, weil ja die politische Diskussion um die App noch lange nicht abgeschlossen ist. Und dann kann nämlich durchaus mal so ein Fall eintreten, dass dann kurz bevor die ausgerollt wird, so ein Gesundheitsminister auf die Idee kommt, Mensch, jetzt bräuchte ich noch den und den Button, lass das nochmal schnell implementieren. Und je später solche Wünsche kommen, desto mehr wirft das die Entwicklung eines solchen Projekts zurück. Das heißt also, die Politik müsste sich jetzt langsam auch entschließen, die Designphase abzuschließen, zu sagen, jetzt lassen wir mal Telekom und SAP vor sich hin wurschteln und mischen uns da nicht weiter ein. Das ist nämlich eine weitere Voraussetzung, die erfüllt sein muss, dass jetzt nicht noch auf einmal aufgrund einer neuen politischen Entscheidung das Ding nochmal irgendwas anderes können muss. Ja, nehmen wir mal an, die App wäre da. Dann ist die Frage, werden die Informationen, wo werden die gespeichert? Kann man die Daten bei Smartphone-Wechsel mitnehmen? Die Datenschutzgrundverordnung sagt, ja, natürlich kann man das. Weil die Datenschutzgrundverordnung ja das Grundrecht auf Portierbarkeit von Daten hat. Ich habe offen gesagt keine Ahnung, ob das im aktuellen Ansatz so gedacht ist, aber jetzt kommt der böse, böse Datenschützer bei mir durch und sagt, doch, das muss eigentlich gehen. Sollte gehen, müsste, ne? Jetzt kommt noch eine spannende Frage, ja. Weil ich das auch nochmal die Frage stellt, was tun wir eigentlich, wenn wir dieses Handy als Überwachungsobjekt, ich lese nochmal vor, ich frage mich abseits aller informatischen Details, wie man sich so sicher sein kann, Handys als Überwachungswerkzeug zu gebrauchen, ohne dass es zu keinem Gewöhnungseffekt kommt, wie zum Beispiel bei Überwachungskameras. Handys als Werkzeug des Staates ist für mich ein extremer Tabubruch, selbst wenn theoretisch alles safe ist, in Klammern, wo ich unseren Datenschützern auch vertraue. Es bleibt dennoch im Gedächtnis der Gesellschaft, dass der Staat in deinem Handy war und das auch okay war. Ich finde das, also sozusagen, was in den Habitus nochmal geht. Die Mobiltelefone, die Smartphones gehören ja tatsächlich sozusagen zu unserem Alltag dazu, jedenfalls für die meisten oder wahrscheinlich auch für alle, die heute Abend da sind. Frage an dich. Kann ich schwer beantworten. Ich bin froh, dass so ein Hinweis kommt, weil ich bei solchen Veranstaltungen meistens das Gefühl habe, dass ich der Alumützigste von allen bin und der Paranoideste und bin froh, wenn Leute ungefähr mit mir da auf einer Wellenlänge sind. Es ist absolut wahr. Wir haben generell jetzt mit dieser gesamten Lockdown-Diskussion ein Tor geöffnet, bei dem wir gewaltig aufpassen müssen, dass wir das auch wieder geschlossen bekommen. Wir haben seit Mitte März erhebliche Einschränkungen unseren Grundrechten in Kauf genommen. Haben allerdings gesagt, ja gut, okay, wir sehen den Sinn dieser Maßnahmen ein und wir nehmen diese Einschränkung unserer Grundrechte in dieser speziellen Extremsituation für einen begrenzten Zeitraum auch hin. Aber wenn dann irgendwann mal wieder Normalität ist, dann wollen wir auch davon wieder weg. Ich nehme mal ein anderes Beispiel. Ich habe mich jetzt in den letzten Tagen nochmal mit der Landeskirche angelegt, weil es um die Frage ging, wie handhaben wir diese Namens- und Adresslisten, die gerade in Gottesdiensten angefertigt werden, vor dem total sinnvollen Hintergrund,
dass man Infektionszüge nachvollziehen möchte. Das ist ja so, ich sage jetzt mal, die Papierform der Corona-App. Und auch das ist datenschutzrechtlich alles andere als unumstritten. Und da muss man auch gewaltig aufpassen, dass so diese Grundhaltung, ja, ich kann ja nichts zu verbergen, dass sich sowas nicht einschleift. Und ich danke für den Hinweis, dass da jemand ähnliche Bedenken hat wie ich. Vor allen Dingen, weil natürlich durchaus eine Situation kommen kann, in der man sagt, okay, jetzt habe ich mich daran gewöhnt, dass ich so diese Corona-App drauf habe. Und es ist nicht auszuschließen, dass dann für irgendeine andere Sache mit irgendeiner anderen Begründung eine weitere App ausgerollt wird, die dann irgendeine andere Form von Überwachung beinhaltet. Und vor allen Dingen funktioniert sowas ja auch salamenscheibenartig. Also wenn wir so gucken, wie zum Beispiel bei der Mautdiskussion es erstmal so war, dass man sagt, ja, wir erheben Mautdaten, wir Bewegungsdaten von Autos auf Autobahnen, aber das brauchen wir nur, um die Mautabrechnung machen zu können. Und dann kam irgendwann auf die Idee, ja, wäre das denn nicht toll, wenn wir das zur Terroristenverfolgung auch benutzen könnten. Dann haben alle gesagt, ja, das können wir auch noch vertreten. Und dann hat irgendwann gesagt, wäre das nicht toll, wenn wir auch Geschwindigkeitssünder damit ranbekämen. Ne? Und dann hat man immer die Grenze so ein Stückchen weiter verschoben. Und zum Beispiel bei dieser Corona-App würde ich jetzt noch so als ITler sagen, so wie die im Moment arbeitet, halte ich die für vertretbar. Es ist Missbrauch vorstellbar. Es gibt Szenarien, in denen ich mir vorstellen kann, dass man da Profile aufzeichnen kann, dass man mehr aus den Daten rausziehen kann, als man eigentlich sollte. Aber ich halte bei der jetzigen Form der Corona-App das Risiko durchaus für vertretbar. So, aber das kann natürlich jetzt sein, dass wir uns in einem Vierteljahr darüber unterhalten, dass dann einer sagt, ne, das, was ich vorhin auch angedeutet habe, wäre es nicht toll, wenn ich nicht nur weiß, ich bin infiziert, sondern wer der Typ war, der mich infiziert hat. Weil ich nämlich zusätzlich speichere, wann und wo ich dem begegnet bin. Technisch ist das ja überhaupt keine Schwierigkeit, das mit dazu zu speichern. Ne, und dann hätten wir schon eine weitere Aufweichung gefunden. Da, also kann ich einfach dem Fragesteller nur zustimmen, wir müssen aufpassen, ohne jetzt so in diese komplette Paranoika-Ecke, so Merkel muss weg und sowas zu fallen oder so. Wie die es in Großbritannien machen, die brennen gerade die 5G-Sendemasten ab, weil die sagen, die verbreiten Covid-19. Also ich möchte bitte nicht in die Ecke geraten. Also ja, ich bin Datenschützer, aber meine Alu-Mütze liegt sorgfältig zusammengefaltet in der Schublade. Dann kommt eine Frage, wenn 86% der Smartphones nicht erreicht werden, ist das Ganze dann sinnlos oder weniger nützlich? Das war auch ein Artikel, der heute Morgen, meine ich, bei Heise kam. Da hat einer, ich weiß gar nicht mehr von welchem Institut, war so ein KI-Wissenschaftler, der hat gesagt, dass selbst schon bei einer Durchsetzung von 20% spürbare Effekte da wären. Ich muss zugeben, ich kann diese Zahlen einfach nur hinnehmen und zitieren. Ich habe keine Möglichkeit, den Wahrheitsgehalt dieser Aussagen zu verifizieren. Wie schon gesagt, wir sind im Moment in der völligen Experimentierphase. Wir sind seit Mitte März in der völligen Experimentierphase, was den Umgang mit Lockdown-Maßnahmen, mit sowas angeht. Also diese Veranstaltungen, die wir jetzt hätten, die hätten wir normalerweise im Kirchenpavillon abgehalten. Und auch das ist jetzt ein Experiment, wo wir einfach mal sagen, ja, wir nehmen mal Zoom, obwohl ich als Datenschützer Zoom nicht toll finde. Sowas, ne? Der alte Streit. Ich kann es einfach nicht sagen. Es kann sein, dass wir vielleicht auch nur 20% Durchdringung erreichen, aber dass dann die Gesundheitsämter sagen, Mensch, super, wir haben trotzdem so und so viel tausend Leute erreicht. Klasse Sache. Und die Kurve von der zweiten Infektionswelle ist schon deutlich flacher ausgefallen als bei der ersten. Und das können wir möglicherweise der App verdanken. Ich weiß es nicht. Dann eine Frage, die geht nochmal, dass der Start war in meinem Handy, ist die Frage, nämlich wenn der öffentliche Gesundheitsdienst Zugriff zur Kontrolle der Quarantäne bekäme zur App, dann wäre sie doch tot oder es wäre doch schwer, eine Akzeptanz überhaupt noch zu bekommen. Es geht in die Richtung der Frage, die ja, man kann sich ja auch fragen, ich glaube auch Spahn oder ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen war, der sagt ja, dann lass doch einfach mal das Ganze als Gesetz verabschieden, lass doch mal einen gesetzlichen Zwang dazu, sich die App zu installieren. Das hat er aber, glaube ich, auch sehr schnell wieder fallen lassen. Unter anderem, weil wahrscheinlich auch klar ist, also verfassungsrechtlich wäre das sogar eventuell möglich, aber muss ich auch mal überlegen, wie will ich das überhaupt technisch hinbekommen? Wie will ich die Leute zwingen, diese App zu haben? Ich kann ja einfach sagen, ich habe kein Smartphone, ich habe nur so ein altes, gammeliges Nokia.
ich habe nur so ein altes, gammeliges Nokia-Telefon. Ich habe so ein Ding gar nicht. Und dann müsste man natürlich mit Alternativen kommen. Es gibt zum Beispiel die Überlegung, ob man sogenannte Bluetooth-Beacons austeilt. Das sind im Prinzip so kleine Plastikscheibchen, dem befindet sich ein Bluetooth-Sender und der sendet dann nach einem ähnlichen Prinzip wie die Corona-App dann auch regelmäßig irgendwelche IDs raus. Das sind aber bisher nur Ideen. Es gibt auch Firmen, die sowas auch schon anbieten. Es ist überhaupt noch, also wir haben noch überhaupt nicht überlegt, wie wir im Falle eines Zwangs damit umgehen. Und ich behaupte mal so, wie ich so die kleinen störrischen Rheinländer kenne, ich bin ja Schleswig-Holsteiner, also die sturen Dithmarscher wären es bei uns, die machen sowas nicht mit. Das wird einfach boykottiert. Also ich wüsste auch nicht, wie ich sowas durchsetzen will. Ich wüsste vor allem auch nicht, wie ich sowas dann noch rechtsstaatlich verträglich durchsetzen will. Also ich meine, es kann ja kaum sein, dass ich jetzt durch die Bonner Innenstadt laufe und da kommt da das Ordnungsamt und sagt, zeige Sie mal Ihr Handy her. Ja, so funktioniert es ja halt nicht. Ne? Ich würde sagen, gerne eine Frage, die jetzt vor kurzem reingekommen ist, aber die relativ gut dazu passt, nochmal vorziehen, nämlich die Frage nach dem, dass einer sagt, ich fürchte sehr viele Fehlalarme, weil Zeit und Abstand für eine Infektion ja nicht alleine verantwortlich sind. Also Stichworte, Innenschutz, Spuckschutz, Masken und so weiter. Was ist zum Beispiel im Personal im Krankenhaus oder in der ambulanten Pflege, was den ganzen Tag mit Schutzausrüstung, aber mit gefährlichen Bereichen arbeitet. Also die Frage nach dem, wie sieht's aus mit den Fehlalarmen? Da hatten wir auch im Vorgespräch auch mal drüber gesprochen. Es wird Fehlalarme geben, ganz schlicht. Also wir können nur hoffen, dass wir die Anzahl der Fehlalarme so niedrig halten, dass die Akzeptanz noch da sein wird. Okay, das hängt ja miteinander, glaube ich, sehr, sehr eng zusammen, dass die Akzeptanz und die, also wenn ich jetzt in der Woche dreimal mit dem Fehlalarm, dann lösche ich das Ding. Ja, dann löschen Sie, klar. Ja, so, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist, also das so ging es mir wahrscheinlich schon beim zweiten Mal, ja. Okay. Natürlich, also nochmal, wir sind in einer wilden Experimentierphase. Diese Bluetooth-Nummer ist so der einzige Ansatz, von dem wir im Moment den Eindruck haben, dass der auch nur die Chance hat, ausreichende Präzision zu liefern. Wir müssen einfach gucken, was kommt. Also so als Techniker appelliere ich natürlich auch so ein bisschen an den Spieltrieb der Leute, aber ich kann natürlich auch niemanden zwingen, sich das Ding zu installieren, wenn jetzt irgendeiner sagt, okay, ich habe jetzt diesen Vortrag gehört und ich habe trotzdem ein ungutes Gefühl. Dann haben sie das ungute Gefühl. Ich habe versucht, sie zu informieren und ich habe nicht versucht, sie zu überreden. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Also, gibt es denn schon Länder, die eine dezentrale App auf Basis von Bluetooth-Technologie haben, ist gefragt worden. Das ist eine gute Frage, weiß ich jetzt nicht auswendig, tut mir leid. Und die Funktionalität hängt ja weiter davon ab, also, dass man dann selber auch die Information weitergibt als Infizierter. Ist das eine sinnvolle Handhabe? Diese Frage kam dann auch. Moment, kannst du die Frage bitte nochmal wiederholen? Die Funktionalität der App hängt ja wesentlich davon ab, dass ein Infizierter diese Information freiwillig weiterleitet. Ja. Auch da wieder, ne? Ich kann die Leute nicht zwingen und es ist ein absolut berechtigter Anweise, einmal von Anonymous, die Leute müssen mitspielen. Wenn ich jetzt die Diagnose habe und die einfach nicht weiterreiche, dann bricht die Sache an der Stelle zusammen. Dann ist natürlich die Frage, warum habe ich mir dann die App überhaupt jemals installiert? Das ist so eine typische Solidaritäts-App, würde ich mal sagen. Okay. Ich kann die Leute halt schwer zwingen, das zu tun. Und wenn ich jetzt, also auf der anderen Seite, wenn ich jetzt die Diagnose habe, dann muss ich ja sowieso in Quarantäne. So. Und dann ist es eigentlich ja, also dann gibt es ja auch nicht mehr so großartig was zu verheimlichen. Warum sollte ich dann die Warnung nicht rausschicken? Also ja, es hängt von meiner Kooperation ab. Auf der anderen Seite sehe ich im Moment keinen Grund, warum ich, wenn ich die Diagnose habe, dann nicht auch noch diese Warnung rausschicke. Also es kann sein, dass ich jetzt auch wirklich ein Sachargument übersehe, aber mir fällt erstmal kein Grund ein. Ist richtig, dass Apple pro Land eine Lizenz fordert, also dass nur eine... Ja, das ist eine Meldung, die vor ein, zwei Tagen rauskam. Ja. Apple hat gesagt, Google, Apple haben gesagt, wir wollen
pro Land eine Lizenz zu lassen. Vielleicht lassen sie sich meinetwegen noch auf zwei hochhandeln, unter anderem, um so einen Wildwuchs zu verhindern und auch dann zu sagen, okay, wir haben jetzt die Bundes-App, die Bundes-Corona-App und die ist ordentlich getestet, die ist ordentlich zertifiziert, die können wir jetzt auch ruhigen Gewissens einsetzen. Wenn jetzt so 200 Open-Source-Leute ankämen und sagen, komm, ich habe hier das auch nochmal mit einer neuen Funktion, ne, die wollen wahrscheinlich einfach auch die Übersicht behalten. Und das ist natürlich auch Fluch und Segen zugleich. Es gibt dieses Interface, aber es wird sich eben nicht jede App mit diesem Interface verbinden können, sondern die muss sich irgendwie gegenüber diesem Interface ausweisen, um diese Daten abholen zu können. Fragt mich jetzt bitte nicht, wie das technisch geplant ist. Ich vermute, dass es irgendwo so, dass die App so ein Zertifikat mit sich rumschleppen muss. Dann vielleicht noch eine Frage. Jemand fragt, wie die zeitliche Engagement eingeschätzt wird beim Umgang mit der App. Muss ich da Zeit aufwenden? Nö, installieren. Das ist ja. Es dann auch, ne? Und dann muss ich vielleicht so einmal pro Tag sagen, ach, jetzt rufe ich mal ab. Vielleicht macht das die App auch automatisch. Also das kann man bestimmt dann auch irgendwann einstellen. Also Achtung, bis jetzt hat keiner auch nur eine Vorversion dieser App gesehen. Also wir spekulieren ja. Jetzt gerade mal, wie die aussehen wird. Aber wenn die auch nur einigermaßen intelligent geschrieben ist. Also in Österreich hatten die jetzt zum Beispiel den Ansatz, dass ich wirklich aktiv meine ID rausschicken musste bei dieser Ultraschallmethode. Das ist natürlich erbärmlich in die Hecke gegangen. Das wird man automatisch machen müssen oder die Akzeptanz wird gering sein. So langsam sehe ich, also so, wir kommen so, müssen langsam, glaube ich, den Sack langsam zumachen. Unser virtueller Raum lädt zwar noch nicht komplett, aber es gibt mehrere Leute, die schon sich verabschiedet haben. Mhm. Jetzt gibt es noch sozusagen verschiedene, die sich sehr, sehr konkret, ich finde, das ist eigentlich eine sehr schöne, fast schon eine abschließende Frage, wenn ich das so sagen darf. Die Frage, würdest du dir diese App runterladen oder unter welchen Bedingungen? Und dann noch die Frage sozusagen, wie ist der CCC mit eingebunden worden? Aber also der CCC ist ja witzigerweise nie eingebunden worden. Der hat sich immer nur rotzfrech zu Wort gemeldet. Und es ist auch nicht so, als säße jetzt der CCC mit SAP und Telekom an einen Tisch und wird die beraten, wie man ordentliche Apps entwickelt. Das wäre auch eine Rolle, die dem Club nicht zukommt, weil der Club eine unabhängige, Kontrollinstanz, eine unabhängige Kontrollinstanz ist. Und in dem Moment, wo wir uns in so eine Sache mit einbinden ließen, käme schnell das Gerücht auf, ja, die sind jetzt ja vom Staat gekauft worden. Und wir wollen so die unabhängigen Nörgler bleiben. Meinen wir auch konstruktiven Nörgler, denn wir haben ja nicht nur gesagt, wir finden dezentral doof, sondern wir haben ja auch ziemlich konkret gesagt, warum wir zentral gut finden und haben ja auch das Ganze ja mit Argumenten untermauert. Die Frage, ob ich mir die App installieren würde, ich sag mal, im Moment bin ich eher geneigt zu sagen, ja, allein schon, weil ich neugierig bin. Ich halte den dahinterstehenden Ansatz, dass ich vielleicht selbst nicht vor der Infektion geschützt bin, sondern bestenfalls die Leute, die denen begegnet sind, denen ich begegnet bin, schon ziemlich indirekt, aber immerhin, ich halte es trotzdem für einen sozialen Ansatz, das zu machen. Ich würde natürlich, bevor die App kommt, mir auch nochmal sehr sorgfältig angucken, was uns da eigentlich aufgetischt wird. Und wenn dann auf einmal so das ist, ja, die ist jetzt nicht mehr Open Source, sondern wir müssen die ja Closed Source machen, weil welcher Grund jetzt auch immer kommen mag, dann würde ich mir das dreimal überlegen. Aber so, wenn die App ungefähr sich weiter auch an diesen Vorschlägen orientiert, an diesen Prüfsteinen orientiert, die wir als CCC vorgeschlagen haben, kann ich mir das durchaus vorstellen, ja. Gut. Ich würde gerne jetzt gleich noch eine ganz kurze Umfrage noch starten für die teilnehmen, haben noch die Möglichkeit, also uns interessiert gerne, wo sie von diesem Webinar erfahren haben. Wenn Sie zwischendurch das nochmal ausfüllen könnten, während wir unseren Dank aussprechen, lieber Joachim. Irgendwann ich das gelernt. Die Zunge bei der Nummer ausgelassen. Ich kriege das nicht, ich weiß nicht, woran das liegt. Es kommt offensichtlich meiner bergischen Zunge, muss dieses A rein. Also einen herzlichen Dank dafür, auch für diese spontane Bereitschaft, auch dieses Thema in Angriff zu nehmen. Wir haben zu dritt zusammengesessen und haben gesagt, das ist dran und dass wir dich gewinnen konnten dafür und für diesen profunden Vortrag. Einfach ein herzlicher Dank. Ich Spaß an solchen Sachen habe. Das kann man, also
Ich schon, ja, in der Tat. Ja. Allerdings bei manchen technischen Sachen, da muss ich mir noch ein bisschen auf die Sprünge helfen. Aber ich kann nur persönlich sagen, mein Horizont ist geweitet worden. Also vielen, vielen Dank dafür. Das war gut. Das war vielen Dank. Und ich freue mich, wenn wir weiterhin, und so ist unser Plan, Hella, dass wir ja gemeinsam an diesen Themen dranbleiben in der wunderbaren Kooperation, die wir hier haben. Also wer den vorhin Satz haben will, gerne, kein Problem. Ja. Dann versteht man vielleicht auch die beiden Diagramme, über die ich etwas händewedelnd hinweggegangen bin, wohlwissend, dass die hart sind. Ich weiß allerdings auch, dass man die Dinge nicht auf Anhieb verstehen kann. Dafür ist die Idee zu komplex. Das ist jetzt so ein typischer Fall, ich gucke mir das später nochmal an. Gut. Einfach eine E-Mail schreiben an die Evangelische Akademie oder an das Evangelische Forum, dann kriegen Sie das entsprechend dazu geschickt. Wunderbar. Ja, auch von meiner Seite, Jochen, ganz herzlichen Dank für den Vortrag, der dann wirklich uns das ja auch nochmal ein bisschen aufgefächert hat und auch dafür, dass du persönlich deine Einschätzung gegeben hast, wie du das siehst, was du machen würdest und ja, wie du gesagt hast, das ist alles ein Abenteuer, eine Sache, die wir alle im Moment doch selber erst entdecken müssen. Vielleicht mal sehen, vielleicht im Herbst schauen wir nochmal. Vielleicht ein Tipp, den ich geben kann, ist, weil die Diskussion ja im Moment tagespolitisch wahnsinnig durcheinander geht. Ich habe mir angewöhnt, bei bestimmten Themen eine Woche lang gar nicht mehr die Nachrichten durchzulesen, sondern erst zu gucken, was nach einer Woche aufgeregten Diskutierens rausgekommen ist. Das ist deutlich einfacher, als jetzt wirklich jede kleine Wende, die da gerade die Diskussion unbedingt mitnehmen zu wollen. Ja, wunderbar. Zeitressourcen einsetzen sozusagen, ja. Ja, Sie haben noch eine letzte Umfrage, starte ich noch ein bisschen. Inwieweit stimmen Sie der Aussage zu? Durch das Webinar kann ich mir besser eine Meinung zur Corona-App bilden. Wenn Sie mögen, stimmen Sie einfach fröhlich ab. Dann haben wir so einen kleinen Eindruck davon. Denn das ist das, was unsere Bildungsarbeit hier ausmacht, dass wir uns gerade als evangelische Erwachsenenbildung uns damit beschäftigen, wie können wir ja nicht nur in religiösen Dingen uns bilden, sondern wie können wir auch die Welt verstehen, wie können wir sozusagen als mündige Christenmenschen uns in diesem gesellschaftlichen Diskurs einbringen. So, Sie sehen auf dem geteilten Bildschirm wahrscheinlich hinter der Umfrage, die Sie gerade machen, halt eben schon die weiteren zwei Termine, die wir in Kooperation machen. Ich lade einfach mal ein, auch immer zu gucken, was die Evangelische Akademie macht. Ihr macht spannende Sachen, Hella. Wir versuchen das auch zu tun, sozusagen auf dem lokalen Bereich. Aber die nächste Kombi-Veranstaltung findet am 10. und am 17. Juni statt, zu der ich Sie oder wir Sie bereits einfach herzlich einladen, teilzunehmen. Ja, ich denke, es wird spannend. Wir lesen immer wieder von diesen Verschwörungsmythen, Verschwörungstheorien im Moment, sind vielleicht auch mit Leuten im Gespräch, die da auch ein Faible oder sich davon anfassen lassen. Und dann ist es ganz gut, mal da hinzuschauen und zu fragen, wo entsteht das und was kann ich auch ganz persönlich dagegen an Argumenten anführen, denke ich, ist auch ganz wichtig. Wir sind uns einig, dass die Mondlandung ein Fake war, ne? Also. Das diskutieren wir hinterher genau. Schade. Und die Erde ist eine flache Scheibe, das ist auch ganz wichtig. Und sie ist innen hohl, die flache Scheibe. Ja gut, da kann ich zustimmen, das ist schon richtig. Ne? Ja. Ne? Siehst du, also. Gut. Dann kann ich Ihnen eben das Ergebnis dieser Umfrage eben noch zeigen. Steht alles im Netz. Steht alles, genau. So. Gut. Dann wünsche ich Ihnen allen, ich glaube, wir kommen zum Schluss. Wir wünschen Ihnen allen einen guten Abend. Ich sage immer in üblichen Veranstaltungen, wenn wir sagen, kommen Sie gut nach Hause. In dem Falle bleiben Sie gut zu Hause und bleiben Sie gesund. Und wir freuen uns, wenn Sie wieder das nächste Mal dabei sind bei einem der nächsten Webinare. Ja, bis dahin, einen schönen Abend.